Ah, da sind wir, meine Kackenheimer. Einmal eine Discord-Benachrichtigung machen. Wir sind live mit GTA. So, was ist das? Kommen. Boah, was für ein Thumbnail, du! Bombe! Ich weiß. Ja, herzlich willkommen Habe ich mir auch hier, heute extra viel lieben. Mühe gegeben. Warte, wer, warte, ihr Lieben, wir haben keine Zuschauer. Ist doch egal. Es gibt ja auch ganz viele, die sich das nachträglich angucken. Nee. Entschuldigung, ich brauche ihr Auto. Ich muss zum Casino. Der Königsegg ist im Shop. Oh, ich schaue gleich erstmal, was es heute für Rabatte gibt. Was heute im Angebot ist. Was heute fresh ist, weißt du? Warum habe ich denn zwei Sterne? Du Das war nur ein Kleine. ganz normales Scheiß-Auto, was ich geklaut habe. Scheißegal, was du klaust. Geklaut ist geklaut, ne? Na, aber da lass ich mich. Hä? Boah, die rammen mich einfach, die Sackgesichter. Ja, dann macht man so ab, oder? Nee, die deutsche Polizei tatsächlich nicht. Ja, in Amerika aber. Na, ich häng die alle ab. Denn ich hab ein Audi A4. Scheibe runter, böser Blick. Unten, Scheibe Schulter aus dem unten. Wie kommt man auf Fenster, Scheibe ist der runter? Eis mit Mövenpick. Von Mövenpick. Was laberst du da für eine Scheiße? Ich sehe das auch als erstes, du Lappen. Zack. Obwohl du viel näher am Casino warst. Ja, ich muss ja auch erst die Bullerei abhängen. Ich fahre wieder durch den Eingang, der keiner ist. Jetzt drifte ich in mein Parking-Ding. Hat nicht so geklappt, egal. Eingeparkt ist eingeparkt. Zack, Freunde. Ja, da bildet die Sackgesichter los, die können ja gar nichts. Erstmal neue Scheiße kaufen. Machst du denn da? Tag ein. Ja, sehe ich. Lässt du die Schrottkarre einparken? Nein, das nicht. Ich fahre Wollt nicht. du aufpassen? Hä? Guck mal, die Tür ist auf. Ja, jo. Ich bin auch gerade durchgegangen. Hä, seit wann gehen denn die Tür auf? Seit dem Update. Boah! Was für Königsegg. eine hammergeile Apollo, dein Karre! Königsegg, den hast du schon, ne? Ist doch deiner, glaube ich. Also auf jeden Fall ein Königsegg, aber ich weiß nicht, ich glaube deiner ist das aber. Ich weiß nicht. Ich auch nicht, auf jeden Moin Fall. Ati, aber egal was es ist, ich werde es mir holen. Ich auch. Ach, du schaffst das auch im Leben nicht. Und zack. Wir haben mal wieder Zeit für ein bisschen Glück. Kannst du mal weggehen mit deinem Gesicht? Komm, Mystery! Oh, kein T-Shirt! Oh, RP, egal. RP ist auch okay. Naja. Muss ja jetzt sein. Besser als ein T-Shirt, Apollo. Ich verzock jetzt mein Geld. Da schaue ich gar nicht bei dir zu, das sehen sie in der Papa-Cam. Ab zum Sonnengott. Los, Apollo, ich glaub. Auto! Bring mir das Auto! Ich glaube an dich. Sieht gut Ja, aus. ja, ja! Jawoll, ein T-Shirt! Geil! Ehrenlose Mann, ich bin Schlittschuhe! verarscht! Schmutz. Ärmelloses Flecktarnhemd. Super, wollte ich nicht. Oh! Mann, ich wurde verarscht. Es kamen zweimal die 7, Apollo. Das wären 2 Millionen oder so gewesen. Ja. Na, ich zock auch einmal. So, 36.000 habe ich zum Verzocken.
Ich habe alles verzockt, ohne einen einzigen Gewinn. Ich habe nicht mal irgendwie 1000 oder so. Ja, dann gewinnt. Guck mal bei mir, wie man das macht. Geil, ich schaue ich bei dir. Du ziehst, wo bist du denn überhaupt da vorne? Du holst dir wahrscheinlich wieder die Millionen ab, ne? Wie viel hast du? Warum hast schön. Du so viel? Die ersten 200.000 sind weg. Die ersten 200.000? 2.500. Ach so. Ja, läuft doch nicht so flüssig, Mann. Das ist unglaublich, ich gewinne gar nichts. Dann Betrug. Du hast auch schon mal Laugenknoten. Oh Mann, das war knapp. Hast du schon mal Laugenknoten gegessen? Nein. Das war knapp. So, die letzten 6000, unglaublich. Man sieht bei mir gar nichts. So macht man das also. Hast du schon mal was gewonnen jetzt? Nein. So 1000 oder so wenigstens? Mal drück doch mal. Ja. Was machst du denn? Was machst du denn? Den Minimaleinsatz. Ja, dann mach doch jetzt mal. Ja, dann mach das nicht. Jetzt. Bist du besoffen? So. Letzten 500. Ab auf die Terrasse schon mal. Ich hab 36.000, nicht einmal irgendwas gewonnen. Man kann schneller laufen im Casino, wenn man Shift drückt mittlerweile. Ja? Ja. Du bist da ein bisschen schneller. Also nicht sprinten, aber schneller. So schnell laufen. Oh, ich bin vor dir im Fahrstuhl. Ah, du Lusche. Oh, man kann auch schon hier unten schießen. Nein, kann man nicht. Wenn du mit einem Scrollrad hier die Sektflasche wegschießt. Was ist denn eine Sektflasche? Die. Und mit was für einem Scrollrad? Dann ist das Mausrad. Aber da benutzt ja keiner. Hi, Ati! Hat er vor einer halben Stunde geschrieben. Und ja, hab ich jetzt erst gesehen. 2000 bekommen. Für anhalten gute Führung. Dankeschön. Hier sind Leute. Wie lange habe ich das nicht mehr erlebt? Hol die Flasche raus. Der ist ausgewichen. Und jetzt das Messer. Und nochmal reinstechen. Ja. Oh. Mit dem Kriegsball hinterher. Da ist er. Bam! Ja, ich bin verrückt, bin ich. Oh, hier sind mehr. Ich bin verrückt, bin ich. Oh. Alarm. Bam, ich bin verrückt. Oh, der war gut. Du bist gut ausgewichen, du Sau. Bitte Wildmenschen, ich bin verrückter, Apollo. Ich bin ein Verrückter. Ich weiß. Oh, der Musiklocker ist ein neuer Nachtclub. Nein, Apollo, den gibt's schon seit Jahren. Der stand ja aber gerade. Ja, ich weiß. Steht bei mir jetzt auch. Den hast du ja sogar, da warst du letztens drin, wenn du dich erinnerst. Da haben wir gesoffen, wo bei dir keine Musik war. Was macht denn der T. Apollo da? Na, das war mal eine geile Landung. Geile Landung. Schnell einmal Lester anrufen. Die Polizei schießt dir wild rum. Ja. Die schießen wild Menschen ab. Geh doch ran, Lester! Lester geht nicht ran, ne? Oh, die schießen auf mich! Geh nochmal, Lester. Und weg. Eieiei.
doch bescheuert. Fährt der so komisch. Ja, hier wird es jetzt knapp. Was ist denn der Rollo? Da unten fährt er. Illegal im Polizeiauto. Hast du Sterne? Ja, ja. Mach die doch mal weg. Dann kannst du bei mir rein. Einfach ein Auto. Hallo, kannst du mal aufhören? Ich will einsteigen bei dir. Aber doch nicht mit Stern. Hackt's bei dir. Ich drifte um dich rum. Was sagst du dazu? Mann, was soll das? Ich hab nicht gehört. Das war die Polizei. Du hast mich erschossen. Theapol hat dich durchsiebt. Nee, ich hab auf die Polizei geschossen. Ja, und ich drifte um dich rum. Was passiert wohl, wenn ich vor dich drifte? Ja, warum machst du das denn? Ja, warum schießt du? Ja, weil die auf mich geschossen haben. Jetzt hat mein Auto ein Loch in der Scheibe. Ja, bringst du eine Werkstatt auf meine Rechnung? Was auf deine Rechnung? Dann muss ich ja erstmal zur Werkstatt fahren. Steig ein jetzt. Steig ein jetzt. Wo bist du denn? Ja, hier bin ich. Ja. Das ist deine Strafe. Jetzt steig ein. Geile Karre, ne? Naja, und jetzt zeig ich dir mal, wie ein richtiger GTA-Spieler mal hierher fährt. Du würdest jetzt rechts fahren, ne? Nein. Natürlich, du würdest die Straße nehmen, aber richtige GTA-Player machen das so. Weißt du Bescheid? Hey, ne? Geile Karre da am Straßenrand. Oh, und jetzt hier einen fetten Drift hinlegen. Dein Rücklicht geht nicht. Ja, hier geht gar nichts mehr. Schau doch mal nach vorne. Ja, da geht. Ja, ist doch kein Wunder, so wie du fährst. Hey, Achtung! Mann. Das hast du gleich wieder Sterne. Ich hab mich so blöd angeguckt. Nein, hab ich nicht. Hier ist der Würfelparker, Bolo. Das ist ja nicht schlimm. Ah, Apollo, warte mal kurz. Was? Erinnerst du dich an den Ort hier? Ja, haben wir da nicht hier in GTA Roleplay? Guck mal hier, Apollo. Der Parkplatz? Ja, das ist die 206. Hm? Wo ja, da ist der. Die ganzen Affen erschossen wo haben. Wo wir die überfahren haben. Und erschossen. Oh, Alarm! Ich hab mich auf die Straße geguckt. Einen Notruf an. Was für Alarm? Ich hab auf mein Handy geguckt und nicht auf die Straße. Das ist ein Rentner. Das ist eine Frau. Hey, der VW-Bulli! Lass uns den klauen! Den hab ich doch auch. Den kannst du ja auch einfach kaufen für 12.000 Apollo. Aber ich hab tatsächlich nicht mehr so viel. Nur noch 300.000. Ich hab noch 1,1 Millionen. So, lassen wir beide gucken, was im Angebot ist. In den Store. Ich muss auch mal wieder... Ich muss auch mal wieder tatsächlich... Oh. Sonderangebot hier. Ja. Ah, nur ein gammeliges. Oh. Hier ist geiles Sonderangebot. Oh! Ich muss mal wieder ein paar Autos fertig machen in der Werkstatt. Das ist ein geiles Auto. Kaufe ich mir das? Für 137. Ja, sonst kostet es 300.000 knapp. Der sieht nicht schlecht aus. Aber ich sieht aus wie ein Bentley oder sowas. Ich schaue nochmal, was der Ticket. Irgendwie so eine alte Rentnerkiste. Sieht aus wie ein Trabi. Oder halt ein Lambo. Was gibt's denn hier noch? Komm, hier ein schönes Sonderangebot. Ja, 600.000. Stimmt. Hier unten der Raptor. Oh. Der Raptor. Bist du jetzt wie drauf? Soll ich mir den leisten für 700.000? Ja, du hast doch 1,5. Ja, hab ich ja danach nichts mehr. Ich glaube, ich hole mir den Lambo. Für 200.000, ja. Ja, ich muss mal wieder ein paar Autos tun.
Ich auch. Dann setze ich dich da jetzt gleich ab. Bei meiner Werkstatt. Und dann fahre ich zu meiner. Boah, der Tempesta, den will ich eigentlich gern haben. Aber da fehlt mir Geld für 200.000 und dann muss ich den ja auch noch tun. Freunde, noch zur Info, morgen Abend Minecraft 1.19 Survival. Wer Lust hat. Welchen Freunden sagst du das denn? Ist ja keiner da. Ja, die, die den Stream später gucken. Niemand schaut den Stream später. Meinst du nicht? Doch du. Ja, ich weiß, du schaust dir den hinterher immer nochmal an. Nein, eine scheiß Werkstatt. Soll ich markieren? Nein, ich finde die schon. Warte. Pass auf, also hier. Du darfst nicht markieren. Ist illegal. Hier ist die Brücke. Zu spät. Ich hätte es da auch markiert. Tatsächlich. Aber wir halten uns natürlich an die Geschwindigkeitsregeln, ne? Wir heizen hier nicht wild rum. Genau, ich gehe auch mal in die Ego. Haus ist grün gerade. Ich guck mal zu mir rüber. Ich will das. Guck mal zu mir rüber. Guck mal zu mir rüber. Ja, guck ich doch. Ja, ich halte eine Knarre im Kopf. Aber ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Kann das sein, weil du mich jetzt hier abgelenkt hast? Ja, ich bin ein bisschen falsch hier. Ich bin hier bei rechts abbiegen. Aber ich will ja hier. Und was steht denn da ein Rentner hinter uns? Ist grün. Fahrt doch mal, ihr Affen. Schrecklich. So. Oh, falsch abgebogen. Aber schon. Hör auf, irgendwas aus dem Fenster zu schmeißen. Mach mir die Scheibe kaputt. Ich will doch gerade aus dem Fenster schmeißen. Wenn du da irgendwie guckst. Oh, Premium Deluxe Rückzug verfügbar. Ja, und was bringt dir das? Ja, da kann man Geld verdienen. Oh, Alarm. Aber es war eigentlich rot. Ich bin illegal gefahren. Hat aber niemand gesehen. Und wenn es niemand sieht, dann kann es auch niemand mehr. Boah, Mann, du schleichst vielleicht. Ja, die vor uns schleichen doch hier so. Mein Gott. Kannst du aufhören? Nee, der ist noch mal. Ich fahr dich vor den Parkplatz. Nee, bis du da bist, bin ich schon lange drin. So, jetzt mal erstmal ein paar Autos aus. Ich setze im Audi R8. Und hier auf Privat. Oh, da hat einen Crash gebaut. Ja, auf dem Privatgelände kann man natürlich heizen. Oh, scheiße. Mach mal den mal zuerst fertig hier. Scheiße. Wird ja immer schlimmer. Oh. Crash gebaut, Apollo. Voll Schaden hier. Wie nennt man das, wenn alles kaputt ist, wenn das in die Tonne kloppen kann? Ja, weiß ich nicht. Gesamtschaden, total Schaden. Hol jetzt mal ein R8 ran. Was will er? Turbotunung und Straßenfederung, EMS-Verbesserung 1. Das ist mein R8, so geil. Rein da. Und Turbotür. Boah, der Sound. Geil. Ab zu meiner Werkstatt. Turbulatoren.
Mann, was machst du denn? Du kannst kein Auto fahren, du Sau. Mal in deine Werkstatt hier rein. Die können alle kein Auto fahren. Denk mir, die Karre zerkratzt. Ich bin eine Minute rausgefahren, Karre komplett zerkratzt. Doch nicht. Schade. Was sind denn Turbulatoren? Was Turbulatoren? Wo finde ich die denn? Da will eine Verbesserung Turbulatoren. Ja, die werden da irgendwo sein. Da. Ja, hier, einfach mal gucken. Jetzt weiß ich, aber jetzt kenne ich hier nichts. Scheiß auf Straßenregeln. Auf Verkehrsregeln. Bretter hier. Und Auspuff oval. Eigentlich müssen das ja KMH sein, die hier angezeigt werden im Audi, ne? Weil Audi ist ja deutsche Marke. Mhm. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das hinkommt. Jetzt erst 100 km/h in einem getunten Audi A8. Oh, da hätte mich fast wer weggerammt. Aber ich bin es einfach. Wow, 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 ich fahre ja wirklich wie ein Besoffener. Oh, ein Urus. Die tune ich doch gerne immer. Wartung. Ahornbraun. Weiß ich nicht, warum man das will. Wohl? Das sieht voll das Scheißbraun. Schau mal, Apollo. Voller Kackbraun. Ja, das sieht wirklich gut aus. MS-Verbesserung 2. Fahrzeug liefern. Ich hoffe, ich nicht so weit. Getriebe, super getrieben hier. Karosserie, Auspuff. Dach, Turbolator. Auspuff, will der einen Auspuff haben? Nee, dann mache ich den einfach einen geilen rein. Und Stoßstange. Ah, der hat ja einen guten Sound, tatsächlich. Kühlergrill, da will er den. Irgendwas Kühlergrill. Motorhaube. Nehmen wir die hier. Lichter. Design. Was macht er denn? Ein geiles Design braucht er. Boah. Das hat schon was irgendwie. Und blau. Oh Gott. Das hat wirklich was. Schutzfläche. Dach, Turbulator, Seitenverkleidung, Spoiler, ah! So ein Arsch, der ist voll in mich reingefahren, einfach über grün, so ein Sackgesicht, $600 Verlust. Habe ich doch. Ne, hier gibt's den auch. Fenster, Limousine. Reifen. Helmtyp, Muscle Car. Hat's irgendwas. Sehen die gut aus? Die sehen übel beschissen aus. Na, muss dem Kunden gefallen nicht mehr. Reifen. Ich bringe das Fahrzeug persönlich zum Kunden.
Bei mir wird noch was persönlich gemacht. Und boah, sag ehrlich, sieht der Wagen geil aus. Schau einmal bitte kurz. Naja, es geht. Mit ein bisschen dreckig, ne? Könntest du vorher nochmal waschen. Was ist denn da dreckig? Über die geile Karre. Dann würde ich, glaube ich, selber so rocken. Das ist auch so schnell. Oh Gott, der wäre fast in mich reingefahren, ne? Nee, ich bring das Auto und hatte einen kleinen Unfall. Gott, die läuft ja wie ein Bauer. Ja, nichts passiert. Oh, so, Alarm. Kohle her. Oh, es regnet so eine Scheiße, da rutscht man über. Zack, 60.000. Jawohl. 60.000 hast du mal bekommen? Ja. Hast du 50.000 fürs Auto gezahlt, oder nicht? Nee, 35. Ach so. Ja, weil du nur das gemacht hast, was der Kunde wollte, ne? Ja. Ja, du musst ja auch mehr machen. Dann kriegst du mehr Geld am Ende. Riecht nicht. Ja, ja. Ist hier mein Haus? Nee, ist for sale. Was ist da? Ein Haus, das ist... Sonst. Ja, willst du kaufen? Oh, ein Haus müsste ich eigentlich auch mal kaufen. Ich habe ja diese Billo-Buden gehabt, nur die kostenlos waren. Also ein Haus, so ein geiles für eine Mille oder, ja gut, eine Mille nicht, aber... Hi. Oh, ich schaue mich gleich mal nach Häusern um. Da habe ich jetzt Bock auf, oder? Nein, mein Auto, ich muss ja weg. Kannst du mich abholen, oder bist du... Du bist dann in meiner... Wo bist du denn? Bist du... Warte, ich schaue gleich mal, ob du in meiner Nähe bist. Ich liefere das Auto kurz ab. Warte. Bist du nicht hier auch? Nein, nee, du bist Berge. Auf der anderen Seite. Ja, kannst du mich trotzdem abholen? Ja, ich bin links auf der Autobahn, schau mal. Da links auf der Autobahn. Ganz links, bei den Geschäften. Ganz links, bei den Geschäften. Bei dem, da. Ach, da hinten, am Arsch der Welt. Ja, hol mich eben ab, bitte. Ja. 30.000 plus gemacht. Dann muss ich einmal drehen. Währenddessen gehe ich nochmal ins Geschäft. Und ich gehe zum Bankautomaten. Das sind ja nur 5 Kilometer. Ich hab noch 1.000, ja 1.700 ist eigentlich nichts. Aber ich schau mal auf meinen Kontoauszug. Überweisungsprotokoll. Hallo. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ach genau, noch ein Haus gucken. Erstmal eine rauchen hier. Darf man in dem Laden rauchen? Sehr nett. Ich stelle mich einfach hier unter, wenn es okay ist, ne? Ja. Ich frag den Herrn hier, den Kassierer. Weil es ist echt nass und kalt draußen. Oh, ein Gänggebiet. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Hast du Sterne? Ob du Sterne hast? Nein. Nee, weil so rot auf deiner Karte war, aber das war die Gang. Jetzt habe ich Sterne. Warum das? Weil ich das Auto getauscht habe. Warum klaust du ein Auto, wenn du eins hast? Na, ich rufe den Lister an. Scheiße, ich habe auch einen Stern, weil ich aus Versehen hier was zertreten habe. Einmal Lester anrufen. Hey there. What can I help you with? Okay, my friend. I'll take care of the LSPD. Leave it to me. So, meine Sterne sind weg.
Und meine auch. Jetzt bin ich auf dem Weg zu dir. Also ich wollte dich nicht mit so einer alten Rentnerkarre abholen. Je rentnerhafter, desto besser. Denn wir sind ja für Rentner, wa? Rentner lieben wir. Wann kommst du denn? Na, ich bin doch gleich schon da. Ah, 1 Kilometer noch. Du hast ja ein Einschussloch hinten. Ja, während ich mit Lester telefoniert habe. Aber wenigstens der Ferrari, ne? Auf jeden Fall fährt er ganz geil. Oh, ich freue mich auf morgen. Warum? Mettbrötchen. Ach so. Mettbrötchen sind immer geil. Ah, der Herr, danke fürs Unterstellen. Ne? Mein Taxi kommt da. Stimmt, ich hätte mein Taxi bestellen können. Ah, machen wir mal schnell rein. Und dann schaue ich mal nach einem schönen Häuslein. Und wohin sollen wir fahren jetzt? Ich schaue nach einem schönen Häuslein erstmal. Na, fahr ich erstmal zurück in die Stadt. Ja. Und ich guck mal bei Rostock einmal rein, was hier so gibt. Jetzt da ja was günstig im Angebot. Oh, das Apartment ist runtergesetzt. Von ersten OG auf Erdgeschoss oder was? Ne, von 1 Million 1,1 auf 770.000. Muss man eigentlich schon zuschlagen, aber ich... Boah, so ein... Das ist das Haus, was Mel hat. Also alles runtergesetzt, Apollo. Da oben. Eigentlich will ich nicht eins da oben. Ich kann Apartment, ich will ein Haus, hier. Der Apartment, ich will ein schönes Häuslein. Hä, warum habe ich denn schon wieder einen Stern? Oh, das ist schön. Ich habe doch gar nichts gemacht. Das kaufe ich mir, Apollo. Ja. Fahr da mal hin. Markier. 175.000. Das sieht schön aus. Warum habe ich einen Stern? Ich habe nichts gemacht. Oh, ich kann eine Entzahlung geben, aber ich will keine Entzahlung geben, weil die meisten, die ich ehe, waren eh kostenlos. Hast du markiert? Ja. Ich sehe bei mir aber nichts. Ja, noch nicht. Mach ich ja auch jetzt erst. Da oben. Das ist ein Apartment? Willst du dich verarschen? Oder steht das immer nur da? Naja, steht, glaube ich, immer da. Weil das ist ja auch mein Haus. Und ruf mal Lester an. Ich weiß nicht, warum ich einen Stern habe. Ich habe Lester doch gerade erst angerufen. Die Polizei ist doch schon weg. Du hast wen gerammt wahrscheinlich, oder? Nein! Vom Motorrad gekegelt. Aber geilen Wagen hast du ja. Muss ich dir lassen. Ich glaube, das der Haus fährt sich auch gut tatsächlich. Den habe ich ja auch. Aber den habe ich mir gekauft. Aber wie fährt der denn? Hier vor uns. Die sind alle außer Rand und Band hier, siehst du das? Ja.
Außer Rand und Band sind die hier alle. Ich glaube, mein Haus ist aber schön gelegen. Hier ist ja das Standard-Apartment, was wir immer hatten. Das ist ja auch langweilig. Aber direkt am Golfclub hier in der Nähe. Direkt hier unten ist der Golfclub. Da können wir golfen gehen dann immer. Hier rechts nochmal und dann nur noch geradeaus. Dann ist mein Haus da. Schöne Gegend hier, ne? Ja. In der Gegend hat, in diesen Straßen hat Mel ja auch ihr Haus. Nur, dass Mel ein schöneres hat. Ich habe nur so eine alte Bude. Mel hat ja auch noch ihren alten, nicht gesperrten Account. Hier einmal in die Einfahrt rein. Genau. Steig mal aus. Und jetzt komm mal erstmal hier hinten mit. Guck mal hier, was alles mir gehört. Ja. Guck mal hier. Wow. Schön Haus mit Pool. Oh, schöner Ausblick. Guck mal, hier unten kann man auch gucken. Ah, noch Grill, nice. Und von hier kann man auch bei den Nachbarn einbrechen. Ja. Na, komm mal rein. Aber das, komm mal, ich schwimme durch den Pool. Nee, dann ist bei mir alles in der Wohnung nass. Guck mal, ich habe eine DMR Apollo. Was ist die? Naja, stimmt. Präzisionsgewehr. Komm mal rein hier. Nicht in die Garage. Ins Haus. Ich nehme dich mit, warte. Eintreten mit Freunden und Crew. Ah. Oh, gemütlich sieht's aus. Du kannst aber aufhören, direkt hier in all meine... Wow! Wer hat das denn hier vergessen? Was? Oh, Oder trägst du das? Ja, nee. Komm mal mit. Komm doch mal mit. Ja, warte, ich wollte hier erst... Du sollst einmal das Klo sehen. Ja, ich... Hör auf zu... Nein, hör auf zu saufen. Erst ein Whisky. Whisky ist teuer. Dann nehme ich aber auch ein Bier. Sicher. Ja, oh, ein guter Tropfen. Nice. Boah, der brennt. Wie mein Chili. Kommst du jetzt mal? Da brennt gar nichts bei deinem Chili. Komm jetzt. Ja, wo ist denn die Toilette? Da ist das Schlafzimmer. Da ist die Toilette. Au? Hier hinten. Ach so. Das ist aber ganz schön klein hier. Komm mal mit rein. Komm mal rein. Passt mal gar nicht beide rein. Komm mal, natürlich. Komm doch mal rein. Mach mal die Tür zu. So, guck mal hier. So, ja. Hast du ein schönes Klo. Also das Bad ist ja kacke. Dein Geschäft absetzen kannst. Guck mal, ein geiler Spiegel, der sogar 4K hat. Schau mal der 4K-Spiegel. Ja. Schau dir mal den 4K-Spiegel an. Ja. Ja, und jetzt geh mal duschen, Mann. Geh duschen. Geht nicht. Na, dann egal. Komm raus wieder, weil die Tür noch offen ist. Ah, nee, da ging eh. Ah, währenddessen fällt es mal auf die Couch. Ah, guck mal, schön das Tattoo. Brother for life. Du guckst schon wieder Fernsehen, unglaublich. Oh, Weasel News. Mach mal lauter hier kurz. Lalalala. In meiner Moin, Bade Tobi. Bin ich Kapitän. Hey! So, fertig. Warum kommt denn hier immer die scheiß Kamera? Keine Ahnung. So, wieder rein in die Klamotten. Warum sehe ich hier meine Kameras? Ich will meine Kameras nicht. Eine Scheiße. Ich verkacke mal. Bisschen. Geh mal ins Schlafzimmer. Mach mal die Schlafglotze aus. Wie geht's euch gut? Was war das denn? Ja klar. Geht's uns gut.
Und selbst? Ich will mich nicht. Oh, guck mal, hier kann man sich umziehen. Ja, das kannst du die Sachen, die vor dem Schrank liegen, kannst du anziehen. Nee, hier kann man alles, was man hat, kann man. Ich weiß. Das ist voll geil. Boah, hat so ein kleines Nickerchen gemacht. Ich muss mal mein anderes Outfit anziehen. Ne? Hör doch mal auf. Ah, ich fühle mich wie zu Hause, Apollo. Wie Knosse, ja. Naja, gut. Schönes Häuschen. Den Anfang. Wir sehen uns. Hallo, hör doch mal auf. Du hast ja das gleiche an wie ich, du Sau. Das ist meins. Das ist meins. Mein Outfit. Das hab ich schon immer. Hast du geil, das hast du ja letztens erst angezogen. Auch gut, das freut uns. Ich hab nur die. Mein Auto ist weg. Ja, das hast du ja auch geklaut. Ja, aber. Rentner. Komm, ich hol meine Karre. Du darfst auch mit meiner fahren, wenn du willst. Okay, jetzt hör auf, ich bin tot, Sand. Ich hol meine Karre und du darfst sogar fahren. Welche möchtest du? Mir egal. Eine schnelle, eine schöne. Den kleinen Viereckigen. Was für den kleinen Viereckigen? Pinto. Panto heißt der, aber den habe ich gar nicht mehr, ob ich den habe. Komm, du kriegst mal eine richtige, richtig gute Karre. Na, hab dich gerade ganz schön fertig gemacht, ne? Ja, nur ein bisschen. Komm her, jetzt hier unten. Guck mal, sofort kommen alle aus den Häusern. Warte, du kannst doch nicht einfach, ich muss erst hier los. Wo wollen wir hin? Ich steig hinten auf. Habe ich Bock. Obwohl, doch, warte, ich markiere dir mal was. Warte, bleib mal stehen. Wo war das denn nochmal? Warum läuft die hier so? Fahr ruhig weiter. Hier war das. Ich finde das ja das Auto. Ja, muss ich. Ich muss mal ein bisschen. Ja, kein okay. Problem. Du kannst auch einfach Autos überfahren. Also wenn dir da einer blöd kommt, fahr einfach drüber schnell. Ein bisschen schwer gegen eine Lenkung, aber es ist okay. Ja, das hat auch 6 Räder erfordert. Hey! Ja, weggerammt die Sau. Was soll das denn? Der kann doch nicht einfach so abbiegen, der muss er rechtzeitig vorher anzeigen. Der hat auch nicht geblinkt. Nee, es gibt eine Anzeige. Überfahr mal ein Auto. Fahr mal langsam ran von hinten. An den. Oh, der hat uns den Stinkefinger den gezeigt. Den holen wir uns, überfahr den. Den machen wir Platz. Überfahr ihn. Aber erstmal langsam ran. Bisschen langsam und jetzt Vollgas. Vollgas drüber. Na, geht nicht. Wir müssen den erst ausschalten, den Fahrer. Aber ich will nicht schießen. Vielleicht muss ich auch vorwärts drüber fahren.
Nee, rückwärts muss man nämlich eigentlich rüberfahren über die Wagen. So. Damit der rüberkommt. Warte, wir schalten den mal kurz aus. Fahr mal nebendran. Und jetzt überfahren wir seine Karre. Scheiß darauf, dass wir Sterne haben. Und jetzt rückwärts schön draufsetzen. Langsam, schön langsam. Und jetzt Gummi geben. Ja, hätte ein bisschen mehr Gummi geben müssen. Mach nochmal. Ah, ja, jetzt. Drüber. So, und jetzt weg. Warte, aber bleib mal kurz stehen. Ich würde einmal gern. Okay, fahr. Aber das Ding ist ein Panzer, hier kann das eigentlich wenig passieren. Fahr die hier nicht mal eben ab. Ah, mit dem Auto schwer. Oh, der Arollo macht einen Stunt. Eieiei. Stark, Arollo. Ja, guck mal, blinken schon die Sterne. Ich markier dir mal was, fahr da mal hin. Na, ah, solche Löschen nehmen gar keine Chance. Ja, weg mit dem Dreck. Was nicht Platz macht, wird weggeschoben, ne? Ja, die haben ja, die sehen uns ja im Rückspiegel. Hup mal. Ach da. Und jetzt fahren wir über die Brücke. Heiz mal über die Brücke und alle, wer keinen Platz macht, der wird gescheppert. Was machst du denn da? Was für eine Brücke denn? Ja, die Brücke vor uns. Achso, da. Meine Platz. Fresse. Ja, solche Rentner, ne? Die müssen wir hier Platz machen. Weg mit dir, Rentner. Schau, jetzt sprengen die Brücke weg. Nein. Das sieht aber schön aus. Die schön zweite ist noch schöner. Stadt. Hier kommt jetzt noch eine zweite. Oh, Alarm, da hat sie uns auf die andere Seite geschafft, aber kein Problem. Wir können einfach über die Mittelding fahren. Fahr einfach drüber. Und das Auto hat mich nur 300.000 oder so gekostet. Das ist ja ein Schnapper. Nee, warte, ich schau mal, wie viel es kostet. Ah ja, die andere Brücke sieht auch schön aus. Oh, die haben da eine Straßensperre aufgebaut. War egal. Ach nee, war der gar nicht. Ist der hier? Oh, das sieht schön aus hier, ja. Die Lichter der Stadt. Hier kannst du einen schönen Stau machen, wenn du die LKWs hier zum Quer. Kann man auf jeder Autobahn. Ja, aber hier ist besonders schön, weil die nicht nach rechts und links ausweichen können. Stimmt. Was ist denn die Karre? Wo habe ich die denn her? Ach, die habe ich vor Dingend Warstock, oder? Kann das sein? Ja, kann sein. Ja. 250.000. Schnapper. So, die Karre. Plus Tuning. Fahr mal zurück, oder? Fahr mal zurück. Ich rufe Lester an, wir machen da jetzt Stau. Wir stellen den Wagen einfach quer. Und bitte jetzt nicht die Polizei ran. Fahr doch einfach vorbei. Ist halt nicht äußerst schnell, ne? Ist voll langsam. Hier? Ja. Oh, da ist ein Bus. Stell die Karre. Ja, die bringt ja gar nichts. Aber egal.
Vielleicht. Lass trotzdem, da kommt ein Bus gerade. Stell quer. Aber hey! Mann, ich wurde wieder rausgezogen. Hallo, hallo, stehen bleiben. Hallo, Mann! Hey, der Bus, der überfährt mich einfach! Ja, weil der wild ist. Aber da sind wieder ein paar Leute im Chat. Da muss ich erst drum gekümmert werden. Ach so, ja. Was machst du denn da? Ja, ich bin überfahren worden vom Bus. Hoffentlich werde ich nicht gedingst. Schnell einmal bewegen, dann bin ich gleich raus. Oh, da ist ein LKW. Ein saftiger. Nee, bitte mal weg mit dir. Ein LKW passt perfekt ab, oder? Hm? Ein Dings passt perfekt. Ein LKW. Da ist perfekt die ganze Brücke blockiert. Ja, Hauptsache ihr guckt, ihr könnt ja schreiben, was ihr wollt. Machen wir ja eh weg. Oh, aber oh, oh, es scheppert. Einfach weiter gucken, ihr Affen. So, ich glaube, wir brauchen noch eine, noch eine Karre. Wir müssen irgendwie die das festmachen, weil die Schiene... Ah, ich bin hier unterhalb der Brücke. Ich muss erst mal gucken, wie ich auf die Brücke wieder aufkomme. Ja, gar nicht. Ja, musst doch. Du von der Seite hochfahren. Du kannst da nicht irgendwie hochklettern. Nein, das weiß ich. Aber ich muss halt erstmal hier wieder am Land. Haben die meinen LKW weg? Die drücken den LKW weg. Ist alles wieder frei. Die LKWs sind stärker, Abholung. Ja, da müssen wir die Reifen kaputt schießen von denen. Was von wem? Und dann kommt ja die Polizei, Abholung. Mann! Wir müssen einfach 3-4 LKWs hintereinander querstellen. Ja, ich muss erstmal gucken, wie ich da jetzt wieder zur Straße komme. Oh, da ist ein Bus, richtig. Mit dem Auto schnappen und dann wieder zur Brücke fahren. Ach, guck mal, da sind doch Autos. Mann, die scheiß Auto ist stärker als ein ganzer Dingens. Wie kann das denn sein? Ja, keine Ahnung. Nein, raus aus dem Scheißbus. Komm mal raus, du Rentner. Was macht der denn da? Auf mich wegzudrücken. Raus aus dem Bus. So. Mal gucken, da ist die Brücke. Ah. Habe ich Sterne, warum das denn? Wir wollten nicht. Ich habe nichts gemacht.
glaube, jetzt hängen die Autos da ganz gut fest. Die Polizei kommt halt, das ist scheiße. Ja, lässt er anrufen, wenn ich, aber ich glaube, ich kann noch nicht. Doch, geht. Ja, jetzt ist over hier, Apollo. Ja, ich bin auf dem Weg zurück. Zwei LKWs und ein Bus stehen nebeneinander hier. Da kommt nichts mehr durch. Ah, die kommen gar nicht hier. Die können gar nicht richtig scheißen. Aber noch muss er erst natürlich, wenn man einmal in die Luft schießt, die ganz wild werden. Das kommt mal nach vorne gelaufen. Was ist? Ah ja, das ist gut. Ja, hier stehen zwei LKW, komm auf den LKW. Ach Mann. Was ist denn da? Das ist richtig fetter Stau. Man muss mal ein bisschen. Ah ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Ja, einen drücken die locker weg, aber gegen drei kommen die alle nicht an. Guck mal, wie der Bus perfekt passt. Ja, ja. Und dann noch die LKW. Bleibst du hier stehen? Ja, dann schaue ich einmal, wie es da hinten aussieht. Weil sonst die spawnt das hier. Oh. Guck mal, es ist nur eine Seite irgendwie. Guck mal hier. Hier ist alles links sauber. Aber hier rechts sind die ganzen LKW. Da habe ich ja mein Auto rumgestellt. Nee, rechts sind die ganzen LKW. Ist das dein Auto hier? Ja, ja, das hat. Der scheiß Volvo? Ja, den habe ich ja geklaut. Was soll das denn? Ja, da kein Wunder, dass hier kein Stau ist. Einmal hier reinstellen. Dann schieße ich ja auch nochmal in die Luft. Oh Mann, jetzt ist wieder abgehauen, scheiße. Gibt wieder weniger Views. Aua! Guck mal hier, jetzt geht's nochmal richtig los. Guck mal hier, wie viele kommen. Na. Ja. Alles voll mit LKWs. Oh, ah! Ich bin vom LKW gefahren. Man kann hier von LKW zu LKW springen. Guck mal hier. Ja, wenn du stirbst dabei, dann landest du, dann respawnst du unten. Ich sterbe. Guck mal hier, du kannst von LKW zu LKW springen, weil die ganze Zeit nachkommen. Guck mal, das hört gar nicht mehr auf hier. Guck mal, da kommen so viele. Ja. Was machen die da? Das ist doch mal ein Stau. Guck mal, die nehmen alles hier auseinander. Ja. Aber richtig. Hier nochmal. Und jetzt werde ich umgeschaltet. Ja, das ist. Oh, da ist einer, der will mich prügeln, Apollo. Schnell weg. Da hat sich einer versteckt. Ja, das ist mal ein richtiger Stau hier. Oh, guck mal, die ist da eingeklemmt. Rette die Frau. Oh. Da im Auto, direkt vor dir. Egal. Hier sind viele eingeklemmt. Hier ist doch auch bestimmt. Nee, eingeklemmt nicht, aber die. Das ist doch mal geil. Das nenne ich mal ein Stau. Soll ich mal Tränengas reinwerfen? Auf gar keinen Fall, Apollo. Weil dann kriegst du wieder Sterne und dann ist hier niemand, der stehen bleibt. Oh, aber die kriegen das hier schon weg, so langsam, ne? Schau mal. Der Bus steht noch, aber die LKW, oder war das schon vorher so? Dass hier nein, so viel die Abstand? Stehen schon so. So. Die waren vorher schon. Guck mal, sobald du schauen kannst, ist Stau. Du kannst gleich mal eine Granate reinschmeißen, wenn du willst. Und dann, aber vorher muss ich mir eine gute Aussicht verschaffen. Ja, du geh oben aufs Brückenseil. Das geht ja nicht. Da komme ich so einfach nicht hoch. Nein? Nein.
Aber ich will hier auf den LKW auf der anderen Seite. Und dann habe ich da eine schöne Aussicht. Und dann schauen wir mal. Dann werfen wir voll die Granate rein. Guck mal, wie weit das hier. Der Stau geht bis da hinten. Ja, wie so ein richtiger Stau. Nice. Ja, nur, dass hier keiner mehr drin sitzt und die alle fliehen. Weil hier ja, aber wohin? Die müssen doch alle dann auf der Brücke überfahren werden im Prinzip. Ja, eben. Deshalb liegen ja auch über Leichen. Immer raus. Ich Sterne, willst du mich verarschen? Egal, schieß, los, Granate rein, Apollo. Ja, mach du hast schon Sterne. Granate. Und jetzt warte doch noch nicht, ich werde rausgezogen von dem Rentner. Ich hab mich drum gekümmert, jetzt. Ja, bist du soweit? Ja. Bevor die Polizei kommt. Da fliegt die Granate. Da. Oh! Oh, die LKWs fliegen auf meine Seite. Jetzt habe ich Sterne. Jetzt müssen wir warten, bis hier weiter, bis die Kettenreaktion. Au! Oh, Kettenreaktion geht weiter. Das nächste Auto fängt an zu brennen. Oh nee, das geht irgendwie nicht weiter. Muss ich nochmal reinwerfen, was? Wow! Wie viele kaputte LKWs hier sind. Die Kummer, Apollo, die haben sich da hoch auf die Brücke geschossen. Und, hey, da fliegt da einer. Da ist ein Hacker, Apollo, ein GTA-Hacker. Guck mal hier. Da oben, er fliegt. Er ist der Außen, guck mal bei mir. Jetzt ist er weg. Der war auserwählt. Oh, Alarm. Hat geschossen auf mich. Schnell von der Brücke springen, Apollo. Ich hab keinen Fallschirm. Unten ist Wasser. Schnell springen, springen! Und ich bin tot! Ich bin auch tot. Aber weil ich mit dem Bauch aufgeklatscht bin. Ich, weil halt die Polizisten zu viel waren und ich musste nachladen. Ich hab über den Bauchklatscher gemacht. Und jetzt sind wir wieder hier unten. Ich seh dich. Bist du oben gespawnt? Nein. Dachte schon. Ich dachte schon. Ich muss mal hier irgendwie ein Polizeiauto zu mir bekommen. Sonst kommt hier niemand vorbei. Wie soll ich sonst eine Karre hier bekommen am Arsch der Welt? Scheiß drauf, ich rufe Mary Dingens an. Und lass mich mit dem Heli abholen. Wo willst du denn hin? Ja, weg von hier. Ja, mitten im Wasser auf dem Industriegelände. Wo nix ist. Ist ja scheiße. Ich hol dich ab. Ich hol dich ab. Mein Helikopter ist schneller da. Yeah. Oh, die Polizei kommt, scheiße. Ira? Raus mit der Leiche. Bin weg. Stark. Mal einfach mal sagen, war eine starke Leistung von mir. Ich hol dich ab. Ich flieg unter der Brücke hier durch. Oh. Alarm. Bist du im Heli unterwegs? Ja. Ich sehe dich, hab dich gespottet auf der Autobahn, der nur Crash baut. Ich hab ihn abgesperrt, damit du landen kannst. Bist du drin? Ja. War ja verbuggt. 3 Sterne. Die kriegen wir locker weg. Wir haben nur ein Heli hinter uns, den müssen wir irgendwie abschütteln. Und wie schüttelt man am besten einen Heli ab? Ich schieße ihn ab. Indem man auf dem Kran ganz oben landet. Seit wann ist denn da oben ein Kran?
Ach nee, der ist das. Lass uns ein geiles Foto machen, wie du vom Kran springst. Mal. Und die Polizei schippt immer am besten ab, indem sie gegen den Kran fliegt. Oder indem man ein Battle mit ihnen macht. Ein Rotorenbattle. Der erste ist tot. Ja, den hab ich. Aber du musst mal den Heli. Ja, du musst das Ding noch mal ruhig halten. Hier unten erschießen. Ja, ich will ihn ja scheppern. Ja, er scheppert. Oh, und wie er gescheppert wurde. Hast du das gesehen? Die stürzen fast ab. Die rauchen schon. Ja, wir auch. Nee, bei uns raucht noch gar nichts. Guck mal, wie die flüchten müssen schon, die Loser. Guck mal, die hauen ab, die hauen ab, die hauen ab. Weil sie Angst haben. Die holen wir uns. Obwohl, nee, scheiß drauf. Wir landen auf dem Maze Bank. Glaubst du, ich schaff das? Ja. Stark, ne? Ja. So, und jetzt von hier alle Helis abschießen. Oh, da kommt ein neuer Heli, schnell weg. Wir landen jetzt mal am Strand. Sterne sind weg. Bereit zum Landeanflug am Strand, Apollo. Mhm. Immer doch. Oh, warte, da habe ich ein bisschen reingekackt. Wir müssen auf der anderen Strandhälfte landen. Warum? Weil ich gekackt habe. Dennis, was habe ich gesagt? Was sagt man so? Gelandet, wie eine Eins. Und jetzt töten wir noch ein paar Menschen. Mit dem Rotor säbeln wir die auf. Ich helfe ihnen. Geh doch mal weg. Wollt die wegsäbeln? Nein! Jetzt ist er schon weg. Aber Apollo, er stürzt ab. Glaubst du, der Helikopter überlebt, wenn ich aus der Höhe einfach rausspringe? Ja. Dann werden wir testen. Nee. Geh doch mal aus der Schusslinie. Und die Polizei. Ich helfe dir. Warum hast du mich erschossen? Weil du Sterne hattest. Und wir jetzt friedlich zum Flughafen wollen. Genau. Wir fahren friedlich zum Flughafen jetzt. Was war das denn für eine geile Umdrehung? Schau mal im Stream, Apollo. Jetzt gleich, wenn ich von der Polizei gescheppert werde. Habe ich richtig mich nice noch gedreht. Aber was macht die Polizei da? Die Polizei randaliert hier. Die Drehung war wirklich gut, ja? Hallo, die Herren. Ah! Oh! Hä, die Polizei bleibt einfach nicht stehen, wenn sie einen überfährt, ne? Das war wirklich eine gute Drehung. Los, geh ran, Lester, bitte. Ich will ein Polizeiauto haben. Nein, bitte. Ja! Apollo, steig ein! Okay, komm zu mir! Ich
Ich will die komm zu mir gelaufen oder gefahren oder so. Ich will die Polizei beobachten. Was macht die Polizei? Die Polizei hat erstmal fast ein paar Strandurlauber überfahren. Die Polizei überfährt hier Strandurlauber, glaubst du das? Ja. Schieß mal da irgendwo. Damit wir die Polizei beobachten können. Schieß mal, damit die kommt. Dann dreht die hoffentlich um. Schieß mal wen ab. Knall doch mal wen ab, die Polizei ist gleich weg. Da drehen sie um, Freunde, ihr seht's. Die drehen direkt um, da kennt sie nichts. Die haben ein paar Probleme hier, wie man sieht. Ich werde sie mich verfolgen lassen. Mach das. Und zwar werde ich dann unter der Brücke durchfahren. Oh, oh, oh. Oh, die Polizei hat voll die überfahren, die Frau. Guck mal, hier rechts. Die haben sie voll mitgenommen. Erkennen die nix. Ja, was machen die denn da? Die überfahren hier einfach irgendwelche Strandurlauber ganz wild. Oh, oh. Jetzt steigen sie aus und direkt wieder ein. Was war das denn? Kennt dann nichts, die überfahren einfach die Strandurlauber. Ist ja krass, die haben einfach den Sonnenschirm von der Frau weggerissen. Was machen die? Ganz komisch sind die. Drei Polizeiautos haben sich jetzt hier schon versammelt. Die steigen irgendwie alle aus. Und überfahren sich gegenseitig. Nochmal überfahren. Der eine steigt ins Auto ein und fährt weg. Ach nee, der wartet auf den Kollegen noch. Ja, schon nochmal Gas geben. Ja. Ich habe das Gefühl, die wissen irgendwie nicht, wo sie hinwollen. Jetzt fahren die im Kreis. Nee. Oh, fast den Strandurlauber mitgenommen. Oh, da kommt das andere Polizeiauto. Ah, die brettern dir hinterher, jetzt sehe ich. Naja. Aber irgendwie ganz komisch. Jetzt fahren die hier auf den Parkplatz, fahren einmal gegen eine Wand, drehen ganz komisch, fahren nochmal gegen irgendwelche Wände, fahren fast, ach nee, da war du da jetzt. Du verwirrst die Apollo. Oh, jetzt steigen sie gleich aus. Nachdem sie 10-mal gegen die gleiche. Oh, Erhöhung. Einer ist noch hier unten drunter unter dem Brückenpfeiler. Oh, der eine brettert hier. Ja, die kriegen ja gar nichts geschissen. Der eine brettert hier hinterher. Oh, die haben sich gegenseitig gebrettert. Scheiße, schnell weg, nicht, dass die Polizei mich gleich brettert. Die haben hier ein paar Probleme. Die kommen nicht mehr aus dem Brückenpfeiler raus, Apollo. Die hängen hier unten fest. Ja, das war mein Plan. Aber einer ist gerade durchgefahren. Die, wo ich dachte, die wären komplett unfähig, sind die einzigen, die hier aus dem Brückenpfeiler-System gekommen sind. Aber dafür einer hat sich noch befreit. Die brettern da auch einfach nur stumpf durch, ne? Und jetzt hängen sie sich hier wieder fest. Doch nicht so fähig, wie ich dachte. Die hängen wieder fest, alle. Wo bist du? Hier. Hier. Die sehen dich, sagen sie. Die Polizei ist ja strohdumm, ne? Der eine hängt immer noch unterm Brückenpfeiler. Oh, die kommen. Oh, die scheppern hier erstmal eine Laterne weg. Und ich hab die gerammt aus Versehen. Aber kein Stern. Ich bin ja einer. Wo bleiben die denn? Ja, die müssen ja erstmal irgendwie hochkommen. Die gehen jetzt gleich zu Fuß, glaube ich. Dann fällt das wieder runter. Ja, die schaffen es nicht hoch. Die überfahren hier Leute an der... Komm mal runter wieder. Die überfahren hier nur irgendwelche am Passanten. Oh, nee, der eine kommt hoch, der eine kommt hoch. Eine Polizei ist voll auf Kurs nach oben.
Jetzt sind sie oben, Apollo. Die kommen, die kommen. Ah ja. Oh, das waren meine Lieblinge, die du gerade gescheppert hast. Hoppala. Wo sind denn die anderen? Die müssen ja noch hier unten irgendwo sein. Wo sind meine nächsten? Ich brauche mehr Polizeiautos. Oh, da kommt noch einer. Wo? Da hinten. Wo? Ach nee, das bist du, bin ne? Ich. Was machst du denn? Du wolltest mich sprengen? Ich wusste nicht, dass du das bist. Oh, jetzt kommt ein Heli. Oh, ich habe kein Blaulicht an. Beeil dich. Ja, weil du hier Leute sprengst. Oh, da kommt ein Polizeiauto. Ganz doll angerast. Und die verfolgen dich. Ich muss wieder runter. Ich muss wieder unter die Brücke. Die sind hier, die kriegen es oben schon nicht geschissen, Apollo. Die hängen beide fest. Ja, aber der Helikopter, der schießt auf mich. Ja, weil du hier Leute wegspringst. Warum sprengst du die denn? Hier kriegen sie mich nicht mehr. Ja, der Heli nicht, aber die Polizeiautos, die Polizei ist ja schlau. Oh, hier ist wer. Der hängt hier fest. Oh, ich glaube, der fährt jetzt aber runter. Ich glaube, der hat's gecheckt. Doch nicht. Die steigen ab. Ausmachen. Oh, jetzt sind sie zu Fuß unterwegs. Aber der eine. Ah! Kommt. Oh, ich hab. Die haben meinen Reifen abgeschossen. Dann hol dir ein neues Quad hier. Hier steht noch ein. Ja, aber der Heli, der schießt wieder auf mich. Geh doch unter die Brücke. Ja, mach ich ja. Oh, wow. Oh, der Heli crasht in die Palme. Die können auch nicht fliegen, alle zusammen. Oh, Alarm, ich habe einen Crash gebaut. Es gibt nur noch eine Rettung für mich. Ich muss mit den... Ich muss aufs Wasser. Da kommen die Boote, da muss ich auf ein Boot von denen springen, von der Polizei. Kann man auf Jetskis der Polizei auf Boote einfach draufspringen, ohne dass die einen töten? Weiß nicht, wir werden es testen. Und wenn, dann töte ich die und rufe Lester an. Wo sind die Polizeiboote denn? Du hast keine Sterne mehr. Also die gehen weg, du musst einmal schießen oder an den Strand oder so, dass die dich wieder sehen. Die haben dich nicht mehr auf dem Schirm. Apollo, schieß mal. Ja. Jetzt sind die Sterne weg. Was machst du denn da? Du musst doch einfach nur wen abknallen. Oder ein Auto sprengen. Irgendwas. Ich hänge fest. Ja, Apollo, weil du mit dem Jetski auf Land gefahren bist. Was erwartest du denn? Kannst du bitte abschießen? Du hast keine Sterne mehr. Alle weg. Ich weiß. Aber die Polizei ist auch auf einmal. Da ist doch ein Polizeiauto. Mach das doch einfach kaputt. Was machst du denn da? Apollo, du musst es sprengen. Spielst du das erste Mal GTA? Du hast doch 1000 Granaten da noch gehabt gerade. Ja und? Sprengen. Ja, bin ich doch bei, du Arsch. Ja und jetzt? Weg da. Und ein Stern. So, nee. Weil es keiner gesehen hat. Gar nichts. Dann knall einen ab. Ist ja niemand. Kannst du mal aufhören, mich zu töten? Was soll das denn? Ich brauch den Jetski. Jetzt habe ich einen Stern. Ja, fahr aufs Wasser jetzt. Lustig. Nimm das Riesenboot. Jetzt brennt der gelbe Jetski auch. Jetzt ist er hochgegangen. Und warum treibt denn der schwarze Jetski? Ach, weil der kaputt ist. Der war gar nicht schwarz. Der war irgendwann weiß oder so mal. Und jetzt ist er schwarz, weil er kaputt ist. Ist das dann nicht ein Polizeiboot? Was?
Ja, da kommt die Polizei jetzt auch. Oh, das ging ja schnell. Ja, weil du auf dem Jetski bist. Ich bin nicht auf dem Jetski. Ja, meine ich ja. Ist ja das Gleiche. Ey, Polizei. Ah! Polizei hat mich einfach weggecrashed, glaubst du das? Ja. Ich glaube, sie kennen da nichts. Kennen ja, da bitte mal auf den Jetski aufsteigen. Ich hole mir jetzt das Polizeiboot. Wo ist es? Einfach despawned. Ja. Das ist so scheiße an GTA, dass die immer despawnen. Und dass du es nicht geschissen kriegst. Knall doch einfach mal wieder ab. Auf dem Steg sind doch welche. Hör auf, mich abzuknallen. Hör doch auf. Ne, so wie du immer noch redest, muss ich dich erschießen. Wie rede ich denn? Knall doch mal wen ab, bitte. Und hör auf dein Boot zu springen. Kackboot da. Oder schaffst du ja nicht mal aufs Boot drauf. Aua. Warum schießt du auf mich? Hör doch auf. Knall doch mal wen am Strand ab. Das ist ja keiner. Da sind 1000 Leute. Aber hör doch auf den Strand zu fahren. Oh, du spielst wirklich das erste Mal GTA. Jetzt aufs Wasser hier. Aufs Boot, aufs Große. Hier ein neues brauchst du. Ich bin ja schon auf dem Boot. Oh, scheiße, Apollo, was habe ich gemacht? Schau mal. Schau mal. Ja. Wo ich stehe. Ja, mitten jetzt hier auf dem Boot, ja. Ja, dann steige ich jetzt ins Boot ein. Ja, und jetzt habe ich ein Jetski noch hinten drauf. Warum habe ich jetzt schon so weit das Boot geklaut? Na, wenigstens kommt dann mehr Wasserpolizei. Oh, der Jetski fällt raus. Ich höre Sirenen, aber keine Achtung, da kommt Polizeiboot da hinten. Polizeiboote haben keine Sirenen. Was machen die denn da? Die sind doch besoffen oder so. Erstmal die Leute hinten drin töten ganz. Meine Sterne sind gleich weg. Ich hab einen getötet, ein Polizeiboot. Oh. Jetzt schnell meinen Lester anrufen, auch wenn die Leichen noch bei mir hinten drin liegen. Oh, Helikopter da oben. Die schießen aus dem Hubschrauber auf mich. Mann! Ich wurde erschossen von der scheiß Polizei. Was soll das denn? Wenn man Polizeiboote kaufen könnte. Schießen die denn auf mich, die Hobbylosen? Von wo? Oh, da sind 1 Million Polizisten auf der Brücke, ne? Auf dem Steg. 1 Milliarde Leute. Ja. Könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Was ist das denn hier? 6 Polizeiautos. Sehe ich das richtig? 6 Polizeiautos, die hier ganz wild machen, was sie wollen. Ja, ist das wenigstens noch mein Polizeiboot, was ich gerade geklaut habe. Also weil ich gerade, wo ich die gerade erschossen habe, die Affen. Sollte ich jetzt so eigentlich keine Sterne haben. Ich meine, das ist ein leeres Boot, was hier einfach rumschwimmt. Das darf ich ja wohl klauen. Nö, habe ich auch nicht. Ja, ist ja richtig, ja. So wie sein. Wo bist du denn? Und warum sind hier alle Polizeiboote stillgelegt? Oh, da schießen sie auf dich. Oh, du bist gejumpt. Ja. Die Wasserpolizei. Da merkt gar nichts drauf. Mal sehen, was die Wasserpolizei macht. Dafür müsste ich aber erstmal ein Boot finden. Ich sehe nur dich. Hast du überhaupt noch Sterne? Ja klar, 2 Stück.
Ja, keinen dritten bekommen, sonst kommen. Ah, da sind doch welche. Oh, 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 die schießen ganz wild. Was, wenn ich die ramme? Aus Versehen, dann krieg ich einen Stern. Was eine Logik. Ja, klar. Ich hab so. Die aus Versehen gerammt, weißt du? Ja, ist doch genauso, wenn du ein Auto aus Versehen rammst, kriegst du auch direkt einen Stern. Ja, aber Wasser ist doch was ganz anderes. Und das mit dem Auto ist auch immer noch unlogisch. Muss ich die Schweine wohl töten? Polizeisäue. Oh, nächste Boot. Und überall Boote. Ich kämpfe von meinem Boot aus. Ich hab sie eingekreist. So, jetzt schnell rüber. Aufs nächste Boot. Ich infiltriere hier die Boote. Hier liegen auch noch drei Leichen drin, das ist geil. Aber jetzt werde ich wieder erschossen wahrscheinlich. Ja, ich habe noch drei Leichen hinten drin liegen, Apollo. Alles, was ich jemals wollte. Drei Leichen in hinten in einem Polizeiboot liegen haben. Moin, Verbannter! Schnell was essen. Hi, Verbrannter! Geil. Drei Sterne. Warum? Was hast du gemacht? Warum? Weil du schießt. Was soll das denn? Jetzt sind Helis her. Achso. Ja, schon die ganze Zeit. Ja, weil ich vier Sterne habe. Drei Leichen hinten drin im Boot. Nur der T-Apollo, der ist wild und springt vom Boot runter oder sowas. Wow! Da hat mich voll runtergedrückt. Das ist auch ein Polizeiboot. Verbannter, wir spielen gleich Fortnite. Machst du da mit? Oh, ah, der Apollo hat mich aus dem Boot ge... Mein Boot hat sich wegen dir überschlagen, du Sau. Apollo, mein Boot liegt auf der Seite. Ja, was soll ich machen? Was machst du denn? Jetzt sind meine Leichen raus. Oh, ist das schön, in den Sonnenuntergang zu fahren mit dem Polizeiboot. Ja, super schön. Während du verfolgt wirst von 30 Polizeibooten. Und drei Helikopter. Aber die können mich nicht treffen. Du hast mein Boot geflippt, du Sau. Dafür wirst du büßen. Ja, kann ich? Dann komm in den Wartebereich. Weil wir wechseln gleich. In so 10 Minuten. Oh, Entschuldigung. Dein Name wird mir erst so spät angezahlt. Na, oh, tötet mal den Apollo. Ich schepper dein Boot auch um, du Sau. So wie du es gerade bei mir gemacht hast. So wie du es bei mir immer machst. Was machst du denn da? Fahr doch mal wie ein Mensch und nicht so komisch im Kreis. Ich move dich gleich, Verbrannter. Wenn wir hier mit GTA fertig sind. Mit der Verfolgung fährt. Komm, komm, komm! Der Apollo wirft nur mich wieder fast um. Oh, Apollo, da kommen sie jetzt. Jetzt bist du in der Mangel. Die haben dich in die Mangel genommen. Und gar nichts drauf, die Luschen. Sagst du, Lusche. Vier Sterne! Habe ich schon die ganze Zeit, du Oberlusche. Kannst du mal aufhören, wie so komisch zu fahren? So, ich fahr... Im Kreis! Ja. Ja, was, das macht doch keiner. Doch, ich. Was machst du da?
Helis sind hinter mir her. Was machst du? Warum drehst du jetzt wieder links ab? Weil ich über die Sprungschanze springen will. Das geht nicht. Wie geht nicht? Ja, das mit dem Boot ist es scheiße. Weil das voll langsam ist. Ja. Was ist denn für ein Jetski gemacht? Warum fährst du jetzt wieder da unten durch? Du triffst das doch gar nicht. Habe ich ja gesagt. Möchte ich umkippen, du Sau. Als ob sich das Boot auch verbiegen kann. Kannst du mal aufhören? Im Kreis zu fahren die ganze Zeit? So kann ich dich doch gar nicht scheppern. Und jetzt drehst du auf einmal nach rechts, oder was? So spielt doch niemand. Schlimmer als in Fortnite hier mit dir. Ihr habt einen ganz schön großen Wendekreis. Ja, deshalb hör doch mal auf, die ganze Zeit rechts zu fahren. Bam! Wow! Ja, nur gesprungen, ich möchte dich umdrehen, dass du auch aus dem Boot fliegst. Ich flieg nicht aus dem Boot. Bin ich doch gerade auch, du hast mich komplett überschlagen. Mein Boot lag auf der Seite. Ja, ich weiß, aber. Drohte auf den Rücken zu kippen. Natürlich geht das. Hast du ja bei mir gemacht. Kannst du mal aufhören? Du fahr doch mal auch in mich rein. Ja, ich muss erst. Die Helis abhängen. Aber die kann man nicht abhängen. Was machst du denn jetzt? Ich dachte, du fährst die ganze Zeit im Kreis. Ja, aber dann bleib doch mal stehen. Nee, du sollst mal stehen bleiben. Welches ist denn dein Boot? Das? Ich hab nur eins, ja, natürlich das. Es gibt nur ein Boot hier auf dem Wasser. Und da kommen zwei neue jetzt. Scheiße. Oh, die haben mich gescheppert. Aber ich kümmere mich darum, Apollo. Ja. Ach, geht gar nicht. Hi! Hallo. Wie kamst du denn jetzt hier rein? Ich wollte helfen. Dann beenden wir das mal schnell jetzt hier. Der Rollo geht mir auf die Nerven. Ach, daneben, scheiße. Oh, er kommt, er kommt! Noch lebe ich in meinem Boot hier. Schnell auf Apollo sein Boot springen. Auf das gecrashte. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Apollo, du kannst schon mal rausgehen. Ja. Wir wechseln zu 49 hier. Oh, da war was. Moin, Justin. Oh, ich wurde erschossen. Oh. Alt F4. Hi Justin! Fortnite Battle Pass. Das ist hier ein kostenloses Spiel bei Epic. Aber es gibt jetzt auch ein Among Us Rückenteil. Hast du nicht, Dingens? Mhm. Among Us bei Epic? Hab ich aber nicht installiert, könnte ich aber. Ist ja egal, du musst dir dann für 1,60 Euro kannst du dir 20 Sterne kaufen und dann kriegst du ein Among Us Rückenteil. Und ein Tanz in Fortnite. Geil, ne? Was ist denn das für ein Spiel? Das sind gerade mal 6 Pfandflaschen. Was, wer entwickelt denn so ein Kackspiel? 7, ne? Naja. Welches, Fortnite oder was meinst du jetzt? Nein, Man Eater. Was denn? Was halt kostenlos auf Epic ist. Hört sich ja schrecklich an. Da bist du ein Hive und schwimmst durch die Gegend im Wasser. Der Corona-Justin ist da. Ja, hab ich gelesen tatsächlich. Komm her, du freust dich doch hier. Brauchst nicht in der Schule und so. Ich hab mich auch gefreut, als ich's hatte. Verlängerte Pfingstferien oder habt ihr noch Pfingstferien? Ach, du hast noch Pfingstferien, glaube ich, ne? Du hast deinen Corona mitten in den Ferien. Das ist ja scheiße. Das ist ja peinlich. Das ist Gutscheine verfügbar. Warum ist Apollo schon Stunden in GTA? Ich meine, Fortnite ist ja fast das gleiche Spiel. Mmh. 14 Sterne. Fortnite Battle Pass.
kann mir die nächste Seite gönnen. Battle Pass. Und zwar Belohnung einfordern. Aber ich habe keine Aufgaben mehr, so eine Scheiße. Habe Ferien, das ist ja das Beschissene. Ja, ja, das ist ja. Mitten in der Ferien. Kacke. Hätte ich tatsächlich dann bis nach den Ferien mitgewartet, mit Corona halt. Ich auch, ich wäre einfach noch weiter. Oh, mir geht so schrecklich. Oh, ich kann leider nicht. Ich habe noch ganz starke Corona-Symptome. Ich habe noch Durchfall. Und ich habe in mein Bett gekackt. Ach, Dennis. Bei Apollo in die Badewanne. Apollo, wie findest du das, dass der Verbrannte solche Themen anspricht? Du musst ja auch nicht drauf einsteigen. Hab ich gar nicht gemacht. Ja klar. Apollo, wenn du mein Gold richtig errätst, kriegst du 1000 Euro. Ja, denn du hast 5000. Hab ich nicht, ich hab 4997. Das ist ja low. Du hast schon 3 ausgegeben. Ja, bist du besoffen? Ich meine, bekommt auch in einer Runde noch Gold dazu. Guck mal, mein geiles Among Us Rückenteil verbrannt da. Ich seh's nicht, achso. Ja, warte, ich dreh mich gleich. Geil, ne? Ah ja. Der geile Among Us. Ich weiß auch gar nicht, wie die Beleuchtung an meinem PC an ist. Apollo ist der Einzige, auf den man mal wieder warten muss. Ich geb mal einen hier. Sloan, den Doktor. Warum gibt's 2 Dr. Sloan Skins? Ach, Snow ist der Dr. Sloan. Ja, Justin, willst du auch mitspielen? Das war ja das Peinliche, da kam ich nur bis Silber. Gestern haben wir ja mit Nils 1-2 Siege geholt. Damit er auch in den Siegleiter kriegt. Apollo, besoffen? Das war doch nicht gestern. Doch. Klar war das gestern. Nee, ich hab. Du warst gestern schon bei mir. Ja, aber. Und wir haben ja gestern mit Nils gespielt. Echt? Aber wir haben doch schon viel vorher ihm den Sieg geholt. Ah, nee. Natürlich. Apollo, wenn du dich erinnerst, live im Livestream, da wo wir 12 Stunden gestreamt haben. Da kam der Nils auch mal rein. Echt? Da war da haben wir doch gewonnen. Da haben wir doch erst 2 Runden zusammen gewonnen und dann mit dem Nils eine. Guck mal, der Among Us. Der bewegt sich, wenn man läuft. Guck, geil, ne? Verbrannter, willst du auch? Ich seh's nicht. Da musst du schauen. Und wenn man stirbt, dann legt er sich hin. Hochkaufen. Du musst dir für 1,60 Euro das 20-Sterne-Paket in Among Us kaufen. Im Epic Launcher. Dann kriegst du dazu auch noch einen richtig beschissenen Emote. So, wo und wenn man stirbt mit dem Among Us Backling, dann hört man dieses Dü, also wie wenn du in Among Us getötet wirst. Landen wir bei unserem Baum? Nee, weil wir da erst in 5 Stunden wieder was machen können und keine Früchte dran sind. So. Wir landen in Sleepy Sound. Ja. Da waren wir lange nicht mehr. Auch in Lockjam Lumberyard bin ich ziemlich oft am Start. Camp Cuddle, das war so ein Drang. Shifty Chef und Sleepy Sound. Auch Kondo Canyon fliege ich hin und hol mir meinen Kronen-Win, denn ich bin die Legende T-Apollo. T-Apollo. Ich bin T-Apollo. Wann kommt der GTA-Song? Ach, den ist er auch zu nerven. Aber der Boris will den haben. Ja, dann soll er mich dafür bezahlen, dass ich einen Song schreibe. Dann ja, mach da. Sag ich ihm. Sag ich ihm. 1,50 €. Sag ich ihm am Montag. Der soll dich bezahlen. Alter, nicht in dem Kackhaus hier. In dem Kackhaus. Kein normales Haus, sondern ein Kackhaus. Man nennt es auch das Schisshaus.
Oh, wer hat das denn angezündet, Dennis? Ich war's wirklich diesmal nicht. Gegner. Das ist ein Bot. Ey, gestealt. Das war ein Bot, war meiner. Klare Sache. Ich wollte gerade die Kategorie ändern, Apollo. Weil ich dachte, wir streamen auf Twitch. Aha. Noch ein Bot. Wo? Na weg, der ist da weggejietet, hat er sich. Ja, das war aber kein Bot, raus, die, im Wasser. Die ja, so nicht. Kein Bot, aber der ist schlecht. 48! One hit. Ach, er ist weg. Der Vertrag. Dass man nicht durch Fenster klettern kann. Ich hab mal durch Fenster klettern können. Call of Duty kann man, glaube ich, durchs Fenster. Ne, ja, das ist aber Fortnite. Das ist fast dasselbe. Nee, nicht fast dasselbe. Aber ich will gleich nochmal schön Chili. Und morgen dann lecker Mettbrötchen, Freunde. Oh, geil. Kommt gerne vorbei. Kilo geht beim Frühstück doch lecker weg. Locker. Ein Kilometer geht bei uns im Durchschnitt beim Frühstück weg. Bei dir auch, Apollo, ne? Mhm. Ihr seid die Mettfamilie. Die Manettis. Wir sind sehr tierlieb. Wir haben ganz viele Mettigel. Ich hab ein TikTok gesehen, da habe ich Verwandte auch geschenkt, aber da war so ein, da hat so irgendwer hier protestiert, warum wir noch nicht vegan sind. Und dann war da so einer, der hat sich ein schönes Mettbrötchen reingezwiebelt danach. Ach so, ja. Das war geil. Fand ich lustig. Oh, Alarm, Gegner! Oh. Was? Der Apollo war ein Gegner für mich und hat sich erschrocken. Er braucht es auch nicht gar nicht leugnen mehr. Du hattest Schisch in der Hose, ne? Ja, aber sowas von. Aber ich glaube, sogar rauchen, das rieche ich. Es riecht nach Schisch. Ja, das kommt aber noch aus deiner Hose, denn du hast da seit heute Morgen Durchfall. Seit gestern, Apollo. Seit gestern habe ich den Schiss, aber ich glaube, der ist... Wobei, seit ich zu Hause bin, warst du nicht einmal wirklich auf Toilette. Natürlich. Ja, einmal die halbe Stunde. Ja, eben. Da habe ich alles ausgekackt von den letzten 30 Wochen, Apollo. Tudu! Hast du dich erschrocken? Gekackt? Nein. Irgendwo gekackt. Apollo sagt gekackt, aber ich darf es nicht sagen. Ja. Sag doch mal richtig ein schön Matches. Kinder haften für ihre Eltern. Was? Kinder? Kinder haften für ihre Eltern. Achso, Kinder mit K. Rinder. Rinderhälften für die Eltern. Rinder helfen den Eltern, was? Rinderhälften. Rinder helfen. Hälften. Wobei helfen die denn? Rinder helfen. Eine Rinderhälfte! Das ist ein halbes Kinderhälfte? Kind. Eine Kinderhälfte, Apollo? Ach, Dennis, du bist so bescheuert. Ey. Nee, aber mein Ohr ist, ich hab das wirklich verstanden. Ich hab schon gehört, dass Rinderhälfte. Aber ich hab die ganze Zeit Kinderhälfte so verstanden. Oh, King Chest und der verschiedene. Oh, ich hab 4.950. Auch hier ist dein Ding. 4.950. Eins von drei, wo sind die anderen? Ja. Ja. Ich finde, die werden voll schlecht angezeigt. Nein. Aber grau auf grau ist halt, ne? Hier vorne. Im Wasser vorne. Ich hol mir die jetzt auch, die Steine. Hä? Wenn man schon mal hier ist. Das ist hier nicht. Das wird mir genau nicht hier angezeigt. Da ist doch nichts. Ach doch, da hinten am Hafen wird eins angezeigt, genau. Hast du gesoffen, Verbrannter? Da, wo du stehst, ist keins. Das wird mir aber angezeigt. Dann wurdest du verarscht. Hier vorne ist eins. Ja, da vorne auf ist Steg. Einer. Genau, ich schwimm da mal hin. Da hab die da hinten, die zwei habe ich mir fehlt nur noch eins. 3 von 3. Hier ist noch eins. Ja. Also. New Style, ein scheiß Arm. Ich hab Durst.
Dann geh zu Frau Wurst. Dann hol den Durstlöscher. Der hat ein kleines Hündchen, der pinkelt dir ins München. So, wo ist jetzt der dritte? Gegner! Gegner, Alarm, da vorne, am Busch, am Busch. Irgendein Tomatenkopf. Schießen. Wenig Munition. Die schießen, hallo, die schießen. 79, 80. Ah, ich wurde angesniped. Scheiße, die kommen. Hinter dir, Rollo Bollo. Der eine ist One-Shot, ja. Mann! Ja. Meine Scheiße, jetzt bin ich tot. Wieso, wo bist du? Oben auf dem Dach, weil der Affe kam und ich nicht getroffen habe, meinen Scheißschuss. Bitte tötet den, der ist One-Hit. Bitte tötet ihn, der ist One-Hit. Hol mich hoch, Apollo. Ach nee, mein Kater. Oben auf dem Dach vom großen Fischrestaurant. Rechts, auf dem großen Dach. Oh, da ist einer! Da ja, ist eben, da ist, sag ich doch, da ist einer. Hast du das Geräusch gehört, Apollo? Ja. Los, hol mich schnell rauf hier, bevor meine Krone weg ist. Los, hol mich schnell am Bus hoch. Erst den Bus, Verbrannter. Nein. Natürlich, deine Krone behältst du ja. Aber die andere geht jetzt gleich weg. Nee, ich behalte meine Krone nicht, wenn ich sterbe vorher. Du stirbst ja nicht vorher. Bis ich rebootet bin, hast du doch noch Leben. Schnell nee, zum Bus, beide zum Bus, beide zum Bus. Ich wechsle ja nur kurz die Krone. Beide zum Bus jetzt. Nein. Ja, ist doch gut. Der Apollo, der gibt hier nicht Gas. Der läuft noch ganz normal. Kann ja nicht sein. Es geht um das Leben deines Sohnes. Nee, es geht, du hast nur eine Krone. Du denkst mir immer an deinen Vorteil. Was für ein Vorteil? Meine, das hat doch nichts mit Vorteil zu tun. Du hast doch auch eine. Meine, Krone. Hab's. Du kannst mal aufhören, blöde Sau. Dein meine Freund Waffen liegen hier noch. Hallo, meine Pump war das, du Sau. Lass das jetzt mal. Ich hab die Gammelpump hier nehmen. Ich brauch Schild. Ach nee, mein Zeug liegt da oben. Ich bin ja gar nicht hier gestorben. War doch nicht meine. Alle meine lila MP, hier liegt sie doch. Ich brauche auch Schild. Ich habe nur zwei Minis. Und hier ist wieder irgendwas Unsichtbares bei mir. Ich habe noch nicht mal zwei Minis. Ich werde geschissen von hinten. Ist aber nur ein Bot, alles gut. Ja, hast du. Dann geh, kümmere ich mich um die da hinten irgendwo. Oh, der war geil, der Sprung. Muss ich mir auch einfach mal selber für loben. Der Scheiß schießt dann noch. Muss man sich auch einfach mal selber loben, wenn man was richtig geil gemacht hat. Hab einen. Nirgendwo Schild, was ist das denn hier? Auf mich wird geschissen. Ken Crunch hab ich. Von irgendeinem Versager wird hier geschossen. Von so einem Bot-Versager. Hab noch einen. Die müssen im Schuss sein. Habt ihr die oder braucht ihr die? Nö, ich hab die hier. Treffen nur gerade ein bisschen schlecht, aber ich hab die locker. Sind nur Bots alle. Ah, hier ist ein bisschen Schild. Jetzt haut der Bot ab, ich bin kotzen. Will, hier ist Sniper. Könnt ihr mal aufhören zu nerven? Ja, ich guck grad noch nach. Ja, endlich. Hier ist eine lila Bums. So, wo ist hier noch ein Gegner? Ich hab Minis erworben. Nein, ja, Minis habe ich auch tatsächlich. Weiß. Wollte ich nur was sagen. Ist er lost oder so? Lost Trimax, die Zone kommt, Freunde. Gegner. Das ist die Mel. Ist schon ein Schildfisch, nice. Hab die. Hallo, schnell. Ja. Rein mit dir. Oh, schon 6 Kills. Ich hab 4 erst. Nicht so gut von mir. Apollo hat ein. Ne? Ne, ich hab 2. Hier liegt nur 4. 2, dann wird bei mir falsch angezeigt. Dann haben wir nämlich 12 zusammen. Ja, bei mir steht auch 12. Hier liegt. Oh! Doch nicht, ich dachte, das wäre eine lila DM. Ja, dachte ich auch. Aber. Aber die Minis nehme ich mit. Ich, oh Mann, ich wollte den Muni mitnehmen, du Arsch.
Ja, hä? Muni nehme ich doch auch mit. Steig ja, ich wollte, ich brauch. Steig doch mal ein! Ich war am falschen Auto, du Pisser. Dann fahr doch mal gerade. Verbrannte wird getötet von Wölfen. Die Wölfe fressen den Verbrannten. Ich muss ihn in die Zone schubsen, weil er sonst stirbt, weil er kann. Warum ist er wieder AFK? Scheiße. Oh, der Verbrannte. Fall in die Zone, fall in die Zone! Wir müssen kurz drehen. Was machst du denn da? Ich versuche den Zaun. Aber warte, steht doch auf uns drauf. Gerettet, würde ich sagen. Rettungsaktion. Aber. Direkt in die nächste. Wo ist der denn hin auf einmal? Kackenhergang. Was muss, das muss, ne? Halt mich auch mal bitte. Na warte, ich muss mich erstmal heilen. Ich glaube, das geht aber gar nicht im Auto, den Fahrer. Nee. Den Verbrannten. Verbrannter, wir haben dich gerettet, wir haben dich gerettet. Du wärst in der Zone gestorben, aber wir haben dich auf unser Dach mitgenommen. Und oh, Tornado wird jetzt auf der Map angezeigt, ne? Schau mal. Ja, ja. Muss ich in meinem Stream angucken, das sah richtig gut aus, wie wir dich mitgenommen haben. Das frage ich mich gerade wirklich, wie das ging. Ja, wir haben dich gegen eine Wand geschossen. Du bist auf dem Dach gelandet. Wir hängen fest. Ab zum Loot Drop. Vorne ab zum Loot Drop, Freunde. Ich brauch. Man kommt nicht aus dem Tornado raus. Was ist das denn? Ja, du hängst hier noch im Auto auch drin. Ich bin noch nicht im Auto drin. Ich bin schon lange beim Loot Drop. Na super. Ja, warte. Ich hänge im Baum. Ja, schade. Ah! Ich hasse Fortnite. Fortnite ist ein Scheißspiel. Ich habe mich so unendlich erschrocken. Achso, da bist du doch schon raus. Die haben am Loot Drop nur gewartet, dass einer kommt und den öffnet. Ja, ja. Ja, die warten da, anstatt... Ja, das ist deine Gier, Dennis. Warum stehen die denn hinterm Baum und verstecken sich? Kann mich wer hochholen, Apollo? Bitte komm zu mir in Busch. Ich Dennis, wir sind gerade hier. Ich bin im Busch, ich bin im Busch, bitte. Ja, bitte, und? Bitte. Verbrannter, bitte. Man kann keinen Wurf. Ja, ey, das sagt Dennis auch immer, weißt du? Und meine Fresse, über ja, so eine Apollo, Scheiße. Du machst das doch sonst immer. Nee. Ja, doch. Apollo hinter dir. Egal, Top 10 ist doch stark. Wurde jetzt so abgesniped. Die waren so One-Shot. Kann man nicht. Na, sag ich ja. Nein, 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 nein. 2, 1, 1, 1. Was warten die denn da? Guck mal, wie die hinterm Baum stehen. Na. Mann, hat eine Sekunde gefehlt. Dann hätte ich dich gehabt. Ja. Ja. Zurück zur Lobby. Bobby. Was? Warum Bobby? Warum Bobby? Nein, nix Bobby. Zurück zur Lobby einfach. Ganz normal. Piste nicht in der Unterhose. Der Zwerg. Fenster ist auf. Hör auf, so zu schreien. Ja, die ganzen Viecher kommen gerade rein, ne? Mach ich eh gleich ins Bett. Ach nee, ich hab geschlafen, scheiße. Aber wenn wir zumachen, dann sterb ich hier. Ja, aber ich mach eine Umleitung in. Dann mach Umleitungsschilder für die ganzen Mücken in deinem Zimmer. Weil das auch unendlich heiß ist. Weil ich fast für Apollo-Mücken werden nicht mal vom Licht angelockt. Ja, aber die kommen trotzdem rein, weil die von deinem Gestank angelockt werden. Ja, sagst du. Wer steckt denn hier mehr? Wer hat denn seit 5 Wochen nicht geduscht? Ja, Dennis, die Frage, die wollen wir jetzt hier nicht beantworten. Ja, du. Ne? Das ist, was ist der Verbrannte ist kack gegangen? Schon wieder? Das war Duo-Spiel, so eine Scheiße. Aber der haut immer ab, ohne was zu sagen. Der hat doch was gesagt. Aber zu wem? Zu mir. Wann als denn? Du gerade kacken warst. Hä? Die Fenster, als du die Fenster zugemacht hast. Ja, was hat er denn gesagt? Weiß ich nicht, hab nicht zugehört, aber der hat gegen was gesagt. Das stimmt, entweder er geht was essen oder. Ja, wir hören eh gleich auf. Warum? Weil 2 Stunden schon wieder dran sind. Und ich Hunger hab. Ich hab heute noch nichts gegessen. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich. Was hab ich denn heute gegessen? Ja, Riesenteller Chili. Ja, ein Teller. Ein Teller. Das soll mich sättigen. Apollo, nimmst du die Finger weg von Justin Claude? Was? Nix. Ich höre mir das im Stream nochmal an und wenn das scheiße war, dann wird morgen nicht gestreamt. Was habe ich Ihnen gesagt? Weiß ich nicht, ich sag, ich höre mir das im Stream nochmal an.
Erstens weiß ich, dass du dir das eh nicht nochmal anhören wirst. Und zweitens habe ich gesagt, Finger weg von Just Dance Knopf. Von was? Finger. Will er haben, wo bist du? Ich will das bei Rocky regeln. Aber oder ich will. Vor Lachen habe ich vergessen. Egal, ich komme zu dir, Latte. Ich habe gesagt, Finger weg von Justin Klon. Was soll das denn? Ich weiß. Das ist ja dann lustig. Na, sehr witzig, Dennis. Oh, du bist ja echt so komisch, also unglaublich. Ich wäre doch lustig. Dann geht das immer noch nicht auf hier. Lahm, ich bin tot. Irgendwelche Affen meinen, sie wären besser als ich. Ein vollgetanktes Auto, das schmeckt mir doch. Mit Superreifen. Und Boost. Was willst du denn jetzt vertrauen? Oh, wow. Wow, hä? Ich fahre irgendwie in die Bäume. Letzte Runde. Apollo. Mhm. Wart ja. Wart im. Ich hab nicht gesagt. Ja, ich hab gesagt. Mhm. Ja, wart im. Ja. Ja, da hört sich so an als. Mhm. Was soll das denn jetzt? Wer hat gefragt? So ein Mhm war das. Das Mhm muss nämlich immer mit dreifach H sein, sonst ist ironisch. War das mit 3H? Ja, ich muss dir ein bisschen die Jugendsprache beibringen. Ich hab 5000 Gold voll. Ja, jetzt erst ist er low. Das ist nur 4900. Spielst du noch eine Runde mit gleich, Verbrannter? Was? Hast du schon mal die Finger weg von Justin Claude genommen? Nee. Nee. Der ist eingesperrt bei mir im Keller. Achso. Der läuft den ganzen Tag um Strom zu. Hamsterrad. Ja. Das von Tomery. Apollo, mein Bus, stehen bleiben. Was machst du denn da? Ja, du kannst mal weggehen. Spielst du gleich eine Runde noch mit, Verbrannter? Ja. Dann war es doch nicht die letzte. Wir wollten gerade aufhören. Du wolltest gerade aufhören. Wir. Was wollte denn dann spielen? Dennis, egal, wollte aufhören nicht zu streamen. Weil ich Hunger habe. Ja, weil schon. Währenddessen irgendwas gucken. Weiß ich nicht. Der Apollo wird heute aber nicht so alt, hat er gesagt. Ne? Ich werde nie so alt, weil ich schon so alt bin. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, okay, dann macht der Apollo gleich Essen warm schnell. Und dann gucken wir so lange was. Ja, erst spielen wir noch eine Runde. Ja! Aber danach meine ich. Oh, Alarm! Was ist denn jetzt los? Warum machst du denn? Warum schießt du immer alles kaputt? Hier waren Gegner, die mich töten wollten. Fingernägel, Gold, steh auf Bling Bling. Scheiße. Das war halt mehr, als ich gedacht hätte hier. Die Tankstelle. Wir brennen, Apollo! Warte, wir brauchen einmal den Schiss hier. Den Schisszerstörer. Jawohl, Battle Bus ist aufgerüstet. Gut nach den Zeiten, wo der Battle Bus das Ding noch von sich aus dran hatte. Was machst du da? Muss man aufhören, den Ring zu ballern? Ja, was machst du denn da? Kappen. Fingernägel, Gold, steh auf Bling Bling.
100.000 Skins, das ist real, real. Ich will einfach immer mehr Skins. Du, 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 du. Immer fresh Skins ist mein Ding, Ding. Hab ihn überfahren. So ein Luschensohn. Oh, der ist drauf. Schieß ihn ab, der ist ab. Ah! Die sind bei uns, die sind bei uns. Schieß. Apollo ist tot. Was macht denn der Apollo auch? Der hat mich abgeschossen. Ja, du. Es hat ja kein Schild. Weil du nicht triffst. Warum hast du denn kein Schild? Weil ich keinen, da oben auf dem Bus krieg ich kein Schild. Oh, 150, der hat gesessen. Links ist ja, die ich kann den noch nicht. Was? Da oben. Ich habe keine Pump, ist das Problem, weißt du? Oh, der war richtig. Und jetzt zieh ich ihn runter. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich zieh ihn runter. Von der Felskante. Deine Pump, du Sau. Ein goldener Hammer, ne? Das ist ja der Hammer. Ja, dann holen wir mal eine Karte. Oh, da ist noch ein Gegner. Chill mal. Der denkt jetzt auch, er hat eine Chance, ne? Der ist ja wirklich los. Eine Scheiße! Ah, was ist das denn? Warum trefft er die scheiß Spitzhacke nicht? Ah, das ist Dreck. Muss nicht sein eigentlich, der Schaden. Ah, die Spitzhacke hat nicht getroffen. Na, machst du nichts, ne? Kurz trinken. Dann den Rollo hochholen. Und da sind Gegner, scheiße. Das heißt, Planänderung. Kurz Karte mitnehmen, kurz Medkit mitnehmen und jetzt flüchten. Ab in Schusch. Among Us. Ich find mein Among Us geil. Und du, Apollo? Glaubst du, das hat sich für 4 Euro gelohnt? Mhm. Natürlich hat sich nicht gelohnt. Alle, jeder investiert schon in Fortnite, lohnt sich nicht. Da hinten ist ein Hochholbus. Wo ist denn da hinten? In 213 Metern, Apollo. Ja, bei den Gegnern. Ja. Mitten am Straßenrand, am Flussufer. Ja, da warst du da. Da unten am Flussufer. Wo? Ja, da auf der anderen Seite jetzt. Nee, du läufst in die falsche Richtung, du musst Richtung links. Wo ist denn da ein Bus? Apollo. Da unten stimmt alles. Ich weiß jetzt nicht, wo du gerade bist. Da, da, da ja, ist er. Ja, ich laufe doch die ganze Zeit voll drauf zu. Du bist besoffen, glaube ich. Du bist besoffen. Ja, wer weiß denn nicht, in welche Richtung man läuft. Obwohl fett auf dem Bildschirm Reboot-Van steht. Guck mal, das ist ganz fett, siehst du die Markierung auf dem Bildschirm. Neustart-Bus. Möchte ich mal einen lustigen Trick zeigen. Wenn man kurz vorm Fertigmachen eh loslässt, gibt's einen Trick. Mhm. Ja. Weiß lass mich die Tour aufmachen. Ist schon geöffnet. Und der Biggie gehört mir. Komm hier, erst die Fässer. Erst die Fässer. Ja. Ja, nix ja. Komm schnell. Was machst du denn da? Bring den Biggie und wir riften. Und keine vernünftige Waffe. Ja, deshalb riften wir. Weil du hier unten im Canyon nichts finden wirst. Ich zeig dir einen Trick, ja? Ist geil, ne? Warte. Das ging ja. Warte, schau. Warte, schau noch einmal. Dann ist das langweilig. Na, das geht mit der Spitzhacke nicht. Hä, ich hab doch jetzt gemacht. Hier hoch. Zum Haus. Ich land auf dem Dingern. Hier oben bei der King Chest. Boah, ne scheiß Heavy Sniper. Was ist das denn?
Apollo, komm mal raus. Mach mal Dach bei dir auf, mach mal Dach bei dir auf, mach mal Dach auf. Warum? Falsche Seite da. Ah, nee, doch nicht richtig, richtig. Bleib stehen. Bleib stehen! Was machst du? Ja, ich hab getroffen. Ja, aber sind ja zwei, ne? Aber wenn ich jetzt einen treffen würde, das wäre geil. Jetzt schon Sniper. Das ist ja das Geile, es gibt keine Sniper, die ich one-shotten kann. Oh, gut, da Job. Ist Evolutrop, ja. Auf dem Ding oben drauf, jetzt nicht verarschen. Oder wo ist der? Na nee, hier unten. Ich dachte, der wäre voll auf dem großen Containerturm. Schieß ihn ab doch mal bitte. Denn sie hat kaum Muni. Ja, die findet man da ja. Ich fände es gut, wenn man aus dem Munitionskissen irgendwie Scheidämpfe oder so bekommen könnte. Ja, geil, du. Hier, deine Pump. Auto-Shotgun. Gefällt dir doch eh mehr. Ich habe, glaube ich, Gegner auf dem Start. Hast du gesoffen? Da ist nichts. Ja, und du verarscht uns hier. Ja? Da hinten, da ganz hinten. Ja, da. Und ich werde mit Ansage treffen. Naja. Ja, ein Schuss, bam. Ein Schuss des Magazins werde ich treffen und das habe ich. Den treffe ich jetzt auch. 87, 53. Die Sniper ist einfach nur geil. 48. Da hinten ist er jetzt. Ja, die Sniper ist einfach nur geil. Ja, die ist wirklich gut. Hier hab ich die Runde Solo letztens verloren, ne? Oder? Nee, war das eine Runde? Nee, das war mit uns. Hier habe ich doch gewonnen noch. Ja, genau. Nee, doch nicht. Ich dachte, hier hätte ich ne... Doch, nee, hier habe ich eine Runde Solo verloren. Hier waren noch 8 Spieler und einer kam von hinten abstauben, als ich einen geschissen habe. Dennis! Mann, du Pissbär, echt! Ja, ich hätte einen vollen Visier, du Affe, echt! Bist so ein Idiot! Oh, da ist er im Busch, im Wagen, im Wagen! Im Schisswagen! Ja, ich weiß nicht, mit dem hat er auch keinen Spaß tatsächlich. Ich fand's übel lustig. Man muss auch einfach mal Spaß haben. Naja, man muss nicht immer gewinnen. Nee, aber nicht deinen stinkenden Scheiß-Epic-Arsch hier. Was? Nein, Epic-Arsch. Komm jetzt. Wir gehen. Der ist da hinterm Stein. Ja, deshalb gehen wir nach vorne. Wir pushen. Oh, Indiana Jones hier. Guck mal, Verbrannter, siehst du das? Hier. Level, Jump and Run, Minecraft. So knapp. Das wird nichts. Das wird was. Und wieder was. Pass auf. Ja, ich bin es. Oh, da vorne läuft er. Er läuft. Da vorne läuft Justin Claude. Rüber, rüber, rüber mit. Rüber auf die andere Dingens, komm. Hier, schnell. Da vorne kann. Von 28. Was machst du da? Warum ballerst du? Hier ist doch keiner. Der ist hier unten. Da unten auf ein Schwein, auf Schwein. Der will auf Schwein reiten. Er will zum Hawk Rider werden. Ah, hab ihn. Der hat eine goldene. Hast du das gesehen schon mal? Und eine Saufkanone hat er. Kannst du dir ja holen. Nee, da vorne. Aber worum es mir geht, ist die goldene DMR. Und eine goldene Pump. Und eine goldene Hammer, aber die hab ich schon. Morgen. Der Weg sind auf 3. Morgen hast du Schule, ne? Was ist heute für ein Tag, Apollo? Auch heute ist Freitag, ne? Oh, ein Glück. Ich dachte gerade, heute wäre schon Samstag. Ich hätte gekotzt. Ich muss sagen, ich fühle mich tatsächlich relativ fit dafür, dass ich schon 16 Stunden auf dem Bein bin. Dennis, du hast lange... Nein, der hat Mittagsschlaf gemacht. Stimmt, ich habe 2 Stunden geschlafen. Scheiße.
Ich habe von 14 Uhr, glaube ich, bis 18 Uhr. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden. Punkt 6 Uhr hat der Apollo mich auf dem Bett gescheucht. Da bist du nicht aufgestanden. Was? Bist du nicht aufgestanden? Ich bin aufgestanden. Ich bin eine Minute, als du rausgegangen bist, an mein Handy gegangen und habe Clash Royale verloren. Ja, weil du nicht aufgestanden. Natürlich. Aber das Handy geht es nicht aufstehen. Denn. Natürlich. Ich war ja wach. Wach ist aufstehen, wach werden. Nee. Ja, bei mir auch. Dann wird erstmal bis 7 Uhr am Handy gegammelt und dann musst du richtig fett scheißen. Dann stehe ich auf, dann gehe ich duschen, dann gehe ich los. Wer geht denn morgens duschen? Ist einfach geil. Das ist doch nicht geil. Bist du wach? Ja, wenn, dann dusche ich ja warm, nicht kalt. Ich bin ja nicht krank. Ich dusche auch warm. Ist man dann doch nicht wach? Ich hab ihn geschissen, Apollo, ich hab ihn geschüttet. Du hast jetzt erst Tunnelgräber freigeschaltet. Ja, auf Free-to-Play-Account. Das war die erste Legendary, die kriegt man eigentlich viel später erst. Hab einen, rüber. Wieso, wir kommen noch von da. Rüber. Das ist außerhalb der Zone. Hier sind Gegner. Außerdem ist das gar nicht außerhalb der Zone. Bist du doch, draußen? Ist doch außerhalb der Zone. Wo ist das denn außerhalb? Bist du da? Das ist der Gegner, der auf mich schießt. Ich dachte, du schießt mich ab. Ich werd geschissen ab, oder? Hier oben ist doch noch Zone. Was hast du denn? Versteck dich doch mal. Du bist im Offenen. Du bist komplett... Ich weiß doch gar nicht, wovon geschissen wird. Ja, von... Du bist echt lost. Wie kann man denn nicht wissen, von wo geschossen wird? Von da rechts ist einer. An Bord aber nur. Hallo, Hilfe. Ach, da. Oh, hier unten liegt eine goldene DMR, ne? Mystische DMR, Apollo! Ich hab sie! Alter, war der Gegner. Mystische DMR-Verbrannter. Die Pflanzen am Baum können nämlich mystisch werden. Ach, ey, mystisch. Ja, ja, eben. Wie lange darf man die denn dann nicht öffnen? Ja, du... was heißt nicht öffnen? Du musst die ja immer die Scheiße von denen wegmachen und dann kriegen die ein Level ab. Und du machst einmal, ich glaube, alle 8 Stunden erst, dann für legendär musst du 12 Stunden warten und dann für mystisch 16 Stunden. Ich und Apollo hatten heute eine gemystische auch geöffnet, tatsächlich von uns, und danach ist der Baum weg. Aber wir haben so eine Scheißwaffe bekommen, so eine scheiß Gammelpump. 58 macht die ist insane. Die schießen, Apollo, das sind die letzten zwei, ne? Ja. Die Zone kommt. Jetzt müssen wir los. Runter. Boden weg von Nothing Claude. Wir haben eine scheiß Position hier unten. Wir müssen hier hoch. Komm ab. Ja, warte, ich muss erst Waffen nachladen. Bitte. Schnell jetzt. Jetzt die kommen. Ja, Dennis, was soll ich machen? Dann ist es halt so. Kommen. Mitkommen. Die machen da oben irgendwas. Experimente machen die da. Die sind im Busch. Hier hoch, die sind nicht im Busch. Die sind hier oben drauf. Da kommt man nicht mehr hoch. Tja. Wer hat denn so ein hässliches Skin? Ja, das ist eine gute Frage. Mann, was hat der denn für eine Knarre? Das ist der Klotknarre hat der. Dreimal? Was machst du denn? Apollo, der hat eine Striker Burst Ruff und damit hat er dich im Nahkampf geholt. Willst du mich verarschen? Nee, der hat eine automatische Schrotflinte. Ja. Eine goldene. Ja, hatte ich auch. Da lagen 30 oben rum. Hattest du auch eigentlich? Nee, hatte ich nicht. Hättest du die mal mitgenommen. Aber du schießt ja die ganze Zeit auf die Gegner und bist dann verwirrt, von wo die Schüsse kommen. Ja, mein Gott, passiert. Trios und danach wird gegessen. Die Runde Clash Royale. Oh, dann mach ich auch eine schnell am Handy. Freunde, ich habe den Mini-Packer jetzt auf 14, also gemerkt. Das Geile ist, ich kann jetzt kostenlos jedem, der anfordert, Mini-Packer spenden. Unendlich viele. Ich brauche. Ja, dann fordere an. Mach ich gleich. Ich habe schneller gespendet, als er gucken also kann. Oh, ein Penner hier. Na, das P-Wort benutzen wir nicht, nur offizielle Sprache, ne? Guck, Apollo. Nein. Schau doch mal. Ja. Hier, gratis. Mhm. Ja, du hast gar nicht geguckt. Doch, stand doch da. Ja, aber hast du das auch so schnell gelesen? Freunde, ich habe 55.000 Gold. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Und ich habe die Zap-Meisterung geschafft. 3.000 Gold. Geil noch.
Ja, das habe ich verkackt. Sehr cool, ne? Und Schüssturm. Ah, doch noch nicht. Und das Giant Skelly ist ja geboostet. Ich bin jetzt auch Königslevel 11, meine Freunde. Und ich brauche noch einen einzigen Sieg in der Challenge, in der Riesenskelett-Wu-Challenge. Ja. Das ist, ich kann es nur schaffen. Und das werde ich mir jetzt, den werde ich mir jetzt live holen mit euch. Oh. Der Justin Claude, der ist schon hier. Schnell, 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 weg, 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 weg! Ich hasse Leute, die lachen. Weil die denken, die werden dann was. Bombe ist am Turm! Richtig. 1000 Schaden. Stark. Wie viel kannst du mir denn spenden? Und, ja, ein immer nur. Von Dingskarten geht ja nur einer immer. Jeweils. Von, wie heißen die Karten denn? Die seltenen. Schnell, den Nado, Freunde. Ich hab den Nado verkackt, der ist am Turm, Freunde. Apollo, lass mal 1v1 machen. Nein. Clash Royale eine Runde. Du hast bessere Karten wie ich, glaube ich. Natürlich hat Apollo hat doch nicht bessere Karten wie du. Hat aber mehr Kronen. Ja und? Der Apollo hat trotzdem keine Karten, der hat nicht mal die Dingens. Oh nee, mach dieses Kackbelied bitte. Hallo, könnt ihr mal aufhören? Ich bin noch am Spielen, ihr Schweine. Clash Royale Runde gewinnt sich ja nicht von alleine. Egal, scheiß drauf. Ich find scheiße, dass man den Clash Royale nicht aufgeben kann oder so. Weil jetzt muss ich die Runde zu Ende gucken, bevor ich den Verbrannten spenden kann. Oh, ich hab gescheppert, hab ich ihn. Ich schepper ihn gerade, Apollo. Und ihr seht's, der Miner, der geht an den Turm jetzt ran. Auf der anderen Seite. Und jetzt er bohrt, Freunde, er bohrt. Turm ist weg. Der hat gebohrt wie ein Weltmeister. Der bohrt wie ich in der Nase, was? Ich hab null Kronen. Dein Skelly ist nicht am Turm. Wir lass Reality. Nee, bitte weit hinten landen. Ich bin noch am Spielen. Reality. Dann landen wir da. Scheiße. Ist auch weit weg. Oh. Am Turm essen. Ich hab die Scheiße durchgelassen aus Versehen, weil ich gerade am Fortnite war. Ja, zwei Spiele gleichzeitig ist nicht einfach. Muss man ja sagen. Der ist nicht drin. Doch, der ist wichtig. Los, schieß den doch ab, der freecrowd mich sonst. Scheiße, ich schaff's nicht mehr nach Reality Falls. Doch, schaffe ich. Alles gut, locker. Scheiße, er hat mich gefreecrowd, die Sau. Gefreecrowned wurde ich. So ein Dreckspiel, wirklich. Schnell den Verbrannten spenden. Zack, gratis gespendet. Dann nix, ich kenn. Bin irgendwo im Baum gelandet, so eine Scheiße. Okay, jetzt bin ich wieder aber in Fortnite 100% dabei, mit Körper und Geist. Wieso kann ich hier nichts ernten? Was ernten? Ja, weil die noch nicht gereift sind bei dir. Oh, Goldene! Wo? Nice. Hier der Nachbarbaum. Ha. Ach, hier. Oh, gib mir die Hammer, du Sau. Gib mir auch mal eine Hammer. Du kriegst die Ranger dafür. Okay, für die Hammer. Machen, ja. Kommt ein Bus. Da kommt ein Bus, Apollo. Mein Gott, was machst du denn? Gegner. Ich hab zweimal weggepfeffert, ich hab noch keinen Schild. Oh, ich den weggepfeffert hab, ne? Voll hier hinterm Pilz ist einer. Hinterm Fußpilz. Okay, ich muss den finishen, ganz wichtig. Hier unten ist noch einer. Ich muss zum dem bei Apollo. Schade, dass ich hier nicht ins Zelt rein kann. Ich brauch Muni und Waffen. Ja, und ich brauch Healing. Ich muss mal raufholen hier. Apollo, hör auf. Hier, ich bin da direkt bei dir. Ja, und da direkt bei mir ist auch ein Gegner. Hier, ich bin bei dir. Apollo, direkt hier. Bei mir ist auch ein Gegner. Hier, ich lauf dir hinterher. Du brauchst nur die Hand ausstrecken. Du nervst. Noch schlimmer als dein komisches Soundboard. Der Apollo hat sich nämlich jetzt ein Soundboard auf dem Handy installiert. Mit so richtig Kackeffekten.
Direkt zum Verbrannten, ne? Weiß ich gar nicht, ob wir das noch schaffen. Doch, locker. Verbrannter, wir sind da. Ah, doch nicht locker. Mann. Ein Meter vor. Aber ich konnte auch nicht schneller. Ja, blöd. Dann ab zum Bus und rauf. Oh, warte, Medkit einmal nehmen. Und dann nee, erst raufholen, Apollo. Das ist doch immer so ein Raufhol, Sophie. Ja, aber dann schießt einer einen Schuss und dann... Ja, eben, das ist das, was ich immer sag. Und trotzdem willst du immer, dass ich dich direkt raufhole, ohne mich zu heilen. Finger weg von Justin Claude. Pfoten weg. Ach stimmt, Pfoten weg. Pardon, nimm den Biggie bitte. Oh, dann? Ich guck mir immer die ganzen Anwälte im Einsatzfolge an. Ja, voll langweilig. Anwälte im Schiss. Anwälte am Scheißen! Anwälte am Scheißen! Bin weggerückt. Nice, dass du das ohne mich machst, Apollo. Äußerst freundlich. Dennis, du bist voll! Ich hab noch 21 HP! Da unten sind sie. Ich sehe sie. Nehm den mit. Hast du jetzt mit der scheiß Harpune töten? Willst du mich verarschen? Warum ist denn der so hier? Doch nicht! Ich hier Sachen hab. Ich hab schon Schiss! Sonst fliegen immer überall Medkits rum, verdammte Scheiße. Komm her, die Sau. Ah, mit Sprit. Das geht auch. Au. Warte, ich heile mich eben, dann komme ich. Ah, ich wurde geschissen, der scheiß Schissgeis hier. Boah, hätte ich den getroffen, der wäre tot gewesen. Hab ihn. Locker, auch ohne Apollos Hilfe. Dem erst meine, ne? Wenn du mir die klaust, dann töte ich dich. Und jetzt holen wir mal den Justin Kloto. Mit unseren Pfoten. Komm doch mal mit hoch. Ja, ich bin doch schon. Ja, was rutschst du denn immer so scheiße? Du musst den schnellen Sprint machen. Rebooting. Ah. Reboot Teammates. Muni. Ja, weil wir alle schon 5000 haben. Ja, ja, ich sammle mich mal auf. Ja, den kann ich den machen? Ne, in 4 Stunden erst wieder. Na, ich kann den looten. Ja, aber in 4 Stunden kann ich den erst zur nächsten Stufe machen, zu Lila. Oh, Level up, stark. Erstmal Apollos Baum kaputt machen. Aber ich glaube, das ist egal, ob man den kaputt macht oder nicht. Ich glaube, der ist dann nur für die Runde nicht da. Ich will es aber trotzdem nicht ausprobieren. Jetzt wird der Apollo wild. Hast du schon die neue 1.19 gespielt, Verbrannter? Der hat doch keinen Minecraft mehr. Ach stimmt. Sehr gut. Dann kann der ja morgen gar nicht mitspielen. Nö. Wie viel Uhr? Ich bin morgen eh im Kino bis abends. Ja, was heißt bis abends? Ja, bis zu 23 Uhr. Ach, das ist ja Abend, das ist Nacht. Dann ist eh egal. 19.45 Uhr. Dann ist egal. Gangnam Style. Wop, 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 wop. Wop, bang, Gangnam Style. Wow! Was ist das denn? Pfoten weg von den Klo.
Mann, ich wollte dich überfahren. Die Folge war wirklich sehr spannend. Wer ist er? Ich hab mir die komplett reingezogen. Zwei Teile. Ach du Scheiße. Ich hab nur das auf TikTok immer gesehen. Und dann durfte der Sohn nicht mehr zu den Hartz-IV-Empfängern, nee, Hartz-IV-Empfänger sind das nicht, aber zu den Geringverdienern, weil der Vater so reich war. Ah, ja. Was guckt ihr denn für eine Scheiße? Ja, Justin Klotsch haben wir. Nein, 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 nein. Stark gemacht, Verbrannter. Apollo, ich schepper dich! Verbrannter! Oh, ich hab irgendwie geschissen oder sowas. Das riech ich ein bisschen. Hast du einen Kuhfänger? Dann können wir da einbrechen bei den Leuten. Bei den Leuten. Wir müssen zone, oder? Ja. Ab zum Geysir. Ich tanze ein bisschen, den Gangnam-Style. Hä? Das Auto ist leer. Nee, nee, es ist nicht leer. Natürlich. Aber jeden Moment. Oh, hier ist ein Loot-Rock. Oh, eine Scheiß-MP. Die gute MP. 1% noch, stark. Dann schepper ich das Auto jetzt. Aus Wut. Der Apollo ist mal wieder alleine abgeschottet. Weil er da den ganz wichtig looten muss. Ich habe ja keine Ahnung, wo ihr da lang cheatet. Beim Justin Claude. Ja, links. Das sieht man doch. Heute ist große GTA Online-Aktion, Freunde. Ja, alles ist kostenlos im GTA-Shop. Ihr könnt euch unendlich Geld kaufen, natürlich. Alles kostenlos. Beziehungsweise der Nils zahlt alles. Vom Drachenlord-Konto. Na eben. Ja, der Drachenlord, der gönnt dem Nils ja nicht mal den Battle Pass. Das muss ja der Justin machen. Der Justin holt sich dann wieder Geld bei Apollo. Oh, das ist verpackter Wagen. Verpackter Wagen, nicht verpackter Junge, sondern verpackter Wagen. Wo ist der Wagen denn verpackt? Hallo, nimm mich mit. Aber ich schepper dir einen. Oh, jetzt schnell. Mach bitte das scheiß Radio aus, Apollo, es nervt. Halt, stopp, nehmt mich mit. Boden weg von Justin Claude. Apollo, warum nimmst du den Verbrannten nicht mit? Hä, der ist doch eingestiegen, oder? Nein, ist er nicht. Jetzt nicht zurückfahren. Fahr doch auch, oh Gott. Du fährst wirklich wie ein Affe. Ja, warum steigt er denn auch nicht ein, der Affe? Weil du ihn weggescheppert hast. Nee, bei mir nicht. Ja, doch. Ich schepper dich bei mir auch nie weg, ne? Weißt du Bescheid? Die Gegner sind hinter uns. Nicht wo. Ja, der Apollo ist schuld. Rechts, Apollo, rechts. Ah, oh, tot. Von wo kommen die Wichser denn? Echt? Ja, vom Berg aus, Apollo. Weil du den Verbrannten nicht mitgenommen hast. Ach, piss dir nicht ins Hemd, du Affe, echt. Was hast du denn immer mit deinem Piss dir nicht ins Hemd? Wie kann man sich denn ins Hemd pissen? Das weiß ich auch nicht, außer jetzt ziehst du es ganz runter. Ja, nicht mal dann. Ja, was soll ich denn machen? Ja, erstmal essen jetzt. Alt F4 erstmal. Ja, Alt F4, genau. Ne, ist auch schon 11 Uhr. Machst du mir was warm? Es ist nicht 11 Uhr. Ja, 10 vor 11, ja klar. Ja und? Ja. Gott. Also hören wir auf, sagst du? Ja klar. Wenn wir nicht mehr spielen, hören wir auf. Ja klar. Ja, danach spielen wir ja weiter. Was
Weiß nicht. Ja, Fortnite oder nix? Ach, warum denn immer Fortnite, Fortnite, Fortnite? Du bist wirklich süchtig nach Fortnite. Du verabschiede dich doch. Tschüss, ich mach jetzt. Nein, du verabschiedest dich richtig. Och, meine Fresse hier. So, ihr Lieben. Warum hast du, seit wann hast du so einen riesen Bauch? Hab ich nicht. Natürlich. Nein. So, ihr Lieben. Männerbauch. Alt F4. Das war's für heute. Herr Apollo schaut lieber noch den Leuten zu, oder? Was, wessen Leuten? Ja, den Affen, die uns getötet haben. So. Na, unser Lobby. Die Hemdpissler. Also, tschüss. Bis morgen. Minecraft 1.19. 1.19. Survival. Survival Survival. Seid dabei oder dabei macht seid. Euch frei. Macht euch frei. Was? Macht euch frei. Jetzt sagt tschüss. Jetzt sagt tschüss. Morgen doch kein Stream. Morgen. Auf dem Affen. Ja, kein Bock.